Mein Name ist Andrea Kuhl. Ich freue mich, dass Sie heute Abend alle hier sind und ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Ich bin Mitglied und im Vorstand des Heimatvereins Meppen und gebe jetzt einfach mal weiter an meinen linken Sitznachbarn. Das ist einer der Zeitzeugen heute Abend, einer von vielen. Und du darfst dich jetzt auch vorstellen. Ja, da muss ich nicht viel sagen. Mein Name ist Joachim Deken. Ich war ehemaliger Bewohner des Hauses Mike's Pub, was heute wohl die meisten als Mike's Pub kennen, und bin wohl deswegen hier auf der Bühne heute. So ist es. Ja, mein Name ist Martin Schulte. Ich bin geboren 1949 auf dem Domhof mit der Hausnummer 9 und habe dort gelebt, gewohnt bis 1972, das heißt, bis ich ziemlich groß war. Ja, und ich bin allerdings während der Jahre dem Domhof immer noch sehr verbunden geblieben, da meine Eltern und mein Onkel im selbigen Haus auch bis, ich meine, zum Jahr 2000 in etwa gewohnt haben. Ja, meine Geschwister sind auch sehr noch Meppen verbunden. Einer, unser Ältester, mein ältester Bruder ist leider schon gestorben. So, jedenfalls bin ich sehr immer an Meppen interessiert und sogar stolz darauf, ein Meppener Bürger zu sein. Ja, mein Name ist Wilhelm Wolken. Ich bin zwar nicht in dem Bezirk geboren, aber habe über 40 Jahre lang Dienst getan im Ludmillenstift und die Ludmillenstraße ist eben ein großer Teil davon gewesen. Ja, ich heiße Arnold Terborg und Sie werden sich sicher fragen, was macht so ein Harner hier in Meppen auf dem Podium? Aber ich habe tatsächlich 7 Jahre im Internat, im Konvikt gewohnt an der Ludmillenstraße und habe sehr viele Verbindungen eigentlich auch zu dieser Ecke. Ja, mein Name ist Thomas Golkowski. Ich darf wie Andrea seit einiger Zeit im Heimatverein beim Vorstand mitmachen und freue mich auf einen schönen Fotoabend mit Ihnen. Ich habe hier einen Stadtplan von 1945 und ich hoffe, der ist gleich auch noch an der Leinwand zu sehen. Ein Ausschnitt, also aus einem alten Stadtplan, da ist der. Also wir wollen heute gehen einmal durch die Ludmillenstraße, beginnen da, wo Hotel von euch sich befindet, gehen dann auf den Krankenhaushaupteingang zu, am Konvikt oder ehemaligen Konvikt vorbei. Und da macht ja die Ludmillenstraße da am Parkhaus den Bogen Richtung Domhof. Am Domhof gehen wir dann einmal an die Seite, wo dann das Küchenstudio sich befindet und gehen dann Richtung Kirche. Und dann geht es auf der anderen Seite, wo früher die Schule war, Richtung Kirchstraße. Und dann gehen wir einmal dann die Kirchstraße auf und ab. Und am Ende gehen wir noch in den kleinen Stich Bült hinein. Ja, das erste Foto, was wir haben, beginnt dann mit dem Krankenhaus. Das Krankenhaus wurde ja 1849 bis 1851 gebaut, das erste Krankenhaus. Da haben wir das erste Bild, jawohl. Und das aber nicht das ursprüngliche erste Krankenhausgebäude, sondern auch damals hat man schon sehr, sehr viel gebaut. Das alte Krankenhaus war gerade 3 Jahre alt, da musste schon wieder ein Neubau her. Das wird Wilhelm Wolken irgendwie bekannt vorkommen, glaube ich, dass immer gebaut wurde. Da hat man direkt daneben dann das neue Krankenhaus gebaut und das alte Gebäude wurde dann zu einem Armen- und Waisenhaus umgewidmet. Und dann ist das Krankenhaus nochmal 1885 neu gebaut worden. Und das Foto, was wir hier sehen, das wird das Gebäude von 1885 im Wesentlichen sein. Und im Hintergrund dieses vorspringende Gebäude mit dem kleinen Erker, das ist das Isolierhaus, was 1911, 1912 dann dazugekommen ist. Wir haben noch viele Fotos vom Krankenhaus und wir kommen gleich auch noch zu der neueren Zeit, also zu der Dienstzeit von Wilhelm Wolken. Das sind noch Dinge also aus der Zeit aus dem Ersten Weltkrieg. Das ist 1917 aufgenommen, nochmal eine Ansicht vom Kirchplatz aus. Dann das Isolierhaus, noch einmal separat. Dann die Perspektive zurück
Richtung Kuhstraße. Ganz am Ende sehen wir das Hotel von euch. Und dann ein Blick auf die andere Seite der Ludmillenstraße. Auch das gehört ja irgendwo dazu, der ja, Kirchberg, der Kirchplatz. Das Foto könnte, würde heute gar nicht so viel anders aussehen. Nur der Kirchturm halt umgestaltet nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber ansonsten noch ziemlich erhalten. Und jetzt kommt ein Bild, was dann ganz viele so in Erinnerung haben werden. Auf dem Arztschild kann man Dr. Hess lesen. Und das ist ein Foto von 1986. Wilhelm, wann bist du gestartet im Krankenhaus? 1979. Also das war schon die Zeit, die ich auch noch gut kannte. Ja, und man sieht geradeaus noch, gab es einen Durchgang, da konnte man bis zum Stadtwall auch gehen. Da gab es eine kleine Brücke über den Stadtgraben. Genau, da konnte man quer drüber hergehen und auf der anderen Seite die Straße dann auch erreichen über den Stadtwall. Jetzt noch mal wieder ein Zeitsprung zurück. Das Jahr 1958, damals wurde ein neuer Haupteingang gebaut. Haupteingänge werden immer wieder mal neu gebaut und das war der von 1958, das war wohl die Einweihung. So sah das damals aus in der Ecke. Wie man sehen kann, ist der Haupteingang auch immer an einer anderen Stelle. War das schon seit jeher so? Ja, der ist mehrfach verändert worden. Das war, ich sag mal, der nicht der ursprüngliche, aber der lange Zeit geltende Eingang, wo man entsprechend vorfahren konnte. Und dann war im vorderen Teil, was man hier so nicht so sieht, da war die Liegendanfahrt. Also das war noch bis 1990 so in diesem Zustand. Da haben wir nochmal diesen Weg, der da vom Stadtwall Richtung Krankenhaus geht. Hinten war das Heizungsgebäude, dahinter entsprechend Wirtschaftsräume und dann kam schon der Eingang. Auf der anderen Seite von der Straße kann man dann das Konviktgebäude sehen, auch mit dem Türmchen da oben drauf von der Hauskapelle vom Konvikt. Und da konnte man ganz bis ich sag mal, zur Kuhstraße komplett durchgehen. Ist das Heizungsgebäude vorne links im Bild? Ist das ist das große? Heizungsgebäude, das große. Die Wäscherei war da auch untergebracht. Ne? Bitte? Die Wäscherei. Die Wäscherei war im hinteren Teil, aber dieses große Gebäude, das hat natürlich damit zu tun, dass man früher auch mit Koks und Kohle geheizt hat und natürlich dann entsprechend Platz brauchte, entsprechende Bunkerflächen, um die Heizungsanlage in Betrieb zu halten. Ja, dann nochmal etwas ältere Bilder aus der Zeit um 1910 rum. Vielleicht noch etwas dazu sagen. Ja, selbstverständlich. Warte eben aufs Mikrofon. Das Bild müsste ungefähr im Ersten Weltkrieg sein. Und zwar ist da ganz rechts mein Großvater, Sieverts Jan, also Dr. Sievert. Und unten, eins von den Kindern, ist Enne Prieshoff, meine Tante. Die war damals so etwa, ich nehme an, so 6, 7 Jahre, 8 Jahre alt. Und daneben, das könnte ihre Schwester, später Frau Heid gewesen sein. Das ist wohl wahrscheinlich während des Ersten Weltkrieges, da ich die ganzen Leute im Ornat sehe. Damals war es noch ein Belegarztsystem, das heißt, die Hausärzte in Meppen haben Dienst gemacht und haben die Versorgung. Rechts mein Großvater Dr. Sievert und daneben sein Schwiegervater, mein Urgroßvater Dr. Peter Möller, der war damals Stiftsarzt. Genau. Und anschließend, als er gestorben war, ist mein Großvater Stiftsarzt geworden, bis 1945. Und man achte drauf, die Herren haben alle damals gut der Raucherei zugesprochen. Die haben alle eine Zigarre in der Hand. Das Thema, lass uns nochmal aufgreifen, Wilhelm. Dass die Hausärzte im Grunde genommen dann praktiziert haben im Krankenhaus, was ja heute nicht mehr der Fall ist. Na, nicht mehr. Also ich sag mal, heute sind es natürlich viele einzelne Abteilungen mit Abteilungsärzten und einem großen Stamm von Ärzten. Das war seinerzeit so, dass die Hausärzte wirklich Dienst gemacht haben und die Versorgung, die medizinische Versorgung dann sichergestellt haben.
die pflegerische Versorgung, die kam aus Münster von den Clemens-Schwestern. Die sind, ich sag mal, hier dann mit Pferdewagen nach Meppen gefahren und transportiert worden und haben dann hier Pflege und die Versorgung, die auch die hauswirtschaftliche Versorgung geregelt. Mhm. Und erst so nach dem Krieg, da gab es zwei angestellte Ärzte. Ab 45 so, dann ist das geändert worden, sind Hauptabteilungen entstanden. Genau, ja. Ja. Ja, dann haben wir hier noch ein paar Ansichten vom Garten her. Da sieht man rechts wieder das Isolierhaus und in der Mitte ungefähr die Kapelle. Das müsste der Blick vom Wall sein, oder? Ja, genau. Ja, dann gab es noch einen großen Teich, wie man hier sieht, der dann aber auch zeitlich, ich sag mal, schnell verschwinden musste, weil das natürlich hygienisch nicht ganz, ich sag mal, so einfach war. Hier sieht man, glaube ich, auch die Kapelle nochmal. Genau. Die erste Kapelle im Ludmillenstift. Mittlerweile ist es ja die dritte oder der dritte Standort. Aber das war die erste Kapelle. Und die ist so, ich sag mal, 1990 um den Dreh ist die dann zurückgebaut worden und eine neue Kapelle eingerichtet worden. Die war bei uns Messdienern unheimlich beliebt. Ja. Weil es im Krankenhaus immer Brötchen gab. Ich habe also gerne im Krankenhaus in dieser Kapelle Messe gedient. Weil man immer ein gutes Frühstück zu Hause gab. Vielleicht Flocken, irgendwie ein bisschen Kakao drüber, eine Haferflocken. Ne, und die konnte man abends schon fertig machen. Und da gab es richtige Brötchen. Das war sehr beliebt. Hannes, warst du da auch? Ich war da auch. Lange Jahre. Dr. Hornert war damals der Geistliche. Ja, genau. Und es gab dann also morgens, es gab wirklich Brötchen. Ja. Da konnte man schon sagen, das waren halbe Brote. Und zwar kamen die von Stubbe. Ja. Das waren Riesenbrötchen. Ja. Ja, für die Versorgung war das mit dem Stift immer schon tot. Ja, ständig. Hier ein Foto aus dem Jahr 1960. Dann das neue, was ich, Bettenhaus? Das ist das neue Bettenhaus, was entstanden ist. Das ist 57 gebaut und auch eingeweiht worden mit 160 Betten, die dann zusätzlich dazu kamen. Das war schon ein großer Schritt seinerzeit. Mhm. Und auch sehr modern ausgestattet. Gab es damals auch noch nicht so häufig. Kannst du sagen, wie hoch die Bettenzahl zu der Zeit insgesamt war? Ja, ich sag mal so die Hälfte von dem, was wir so heute haben. Die Bettenzahl spielt heute aber keine so große Rolle mehr, sondern hat sich mehr, ich sag mal, spielt sich mehr mit Fallzahlen ab. Sind die statistischen Werte. Aber das war schon, ich sag mal, damals eine richtige Investition und auch eine große Erleichterung, um tatsächlich Patienten auch entsprechend unterbringen zu können. Mhm. Oh, ein schönes Bild. Ja, da sieht man so den ganzen Krankenhauskomplex in den 1970er Jahren. Dieses Bettenhaus ist schon fertiggestellt. Ja, die Isolierstation ist erneuert worden. Da ist, danach ist aber links auch noch ganz viel gebaut worden. Und hier steht ja auch das Konvikt noch voll und ganz. Mhm. Und das Haus davor, ehemalige Lehrerwohnung, ist auch noch gut zu sehen. Ja, das ist ja in der Diskussion jetzt, ob man die Straße irgendwo nach Fritz Helmkamp benannt, der früher Rektor der Altstadtschule war. Ja, denn das kleine Haus da links, also hinter der Kirche von mir aus gesehen, das ist das Haus von der Familie Helmkamp. Die hat immer da gewohnt. Genau. Und ja, und nicht weit davon entfernt, aber da kommen wir ja vielleicht später noch zu, am Domhof und in der Schule und so weiter gewirkt. Fritz Helmkamp. Dankeschön.
Ja, hier nochmal ein Blick ins Innere, glaube ich, in der Nähe vom Eingangsbereich war das, ne? Das ist der Eingangsbereich. Links davon ist der Eingangsbereich und hier geht man Flur, einmal kommt man rechts runter, einmal links runter und man konnte die beiden Flügel von dieser Seite aus begehen. Ja, und für im Hintergrund das Treppenhaus, um die nächsten Geschossebenen zu erreichen. Ja, und die gute Verpflegung war ja gerade schon Thema, das ist ein Blick in die Krankenhausküche. Ja. Da haben schon ganz viele gewirkt, um alle Patienten entsprechend gut zu versorgen. Dann machen wir einen Sprung in die Zeit des Ersten Weltkrieges. Damals waren so Lazarettbaracken im Bereich des Krankenhauses und Konviktes aufgestellt. Das war also eine relativ große Einrichtung. Neben diesen Baracken haben wir gleich auch noch ein paar Bilder, wo dann einzelne Verwundete wohl auch abgelichtet wurden. Damals wurden ganz viele Postkarten dann nach Hause geschickt und da gibt es also jede Menge von diesen alten Fotopostkarten. Mhm. Ich lasse sie mal einfach durchlaufen. Bekannte werden da wahrscheinlich nicht drauf zu erkennen sein, aber das vermittelt mal so einen Eindruck, auch wie viele Menschen dort auch behandelt wurden. Ja, das Krankenhaus musste seinerzeit 20 Betten, Lazarettbetten vorhalten für die Armee. Und das konnte man hier gut sehen gerade. Das ist natürlich auch entsprechend dann wahrgenommen worden. Mhm. Hurra, der Frühling ist da. Ja, Reserve-Lazarett-Mappen. Ja, genau. Matthias, die Karten sind damals individuell offensichtlich gestaltet worden, ne? Ja, wobei, wenn das so handschriftlich, glaube ich, da drauf war, wurden die trotzdem in größerer Stückzahl gedruckt. Vom Katholikentag hier in Meppen gibt es auch ganz, ganz viele alte Fotokarten. Und da ist dann auch häufig so mit einfachen Mitteln das beschriftet worden, aber dann wohl hundertfach gedruckt worden. Da haben wir noch mal einen Blick in die Ludmillenstraße aus dem Jahr 1986. Und links das angesprochene Haus, wo der Schulleiter gewohnt hat. Da kommen wir gleich auch noch mal etwas größer drauf. Und wir sehen aber im rechten Bereich ist schon wieder ein neuer Eingangsbereich des Krankenhauses auch geschaffen worden. Wenn es von 76 ist, Wilhelm, dann ist es in etwa zu deiner Startzeit entstanden? 86. Entschuldigung, ja. Dann war es schon zu. Das war ja, da, wir haben da oben, die Verwaltung war in dem Helmschen Haus, Helmkampschen Haus untergebracht. Vorher waren das die Funktionsräume für die Kinderklinik. Die Kinderklinik selbst war im hinteren Teil oder hinter dem Gebäude stand das, war noch eine Barackenlösung seinerzeit. Ab 72 ist dann eine neue Kinderklinik gebaut worden und die Zeit dazwischen hat auch der Dr. Kutschera damals im Helmkampfschen Haus dann Ambulanz durchgeführt und später ist die Verwaltung dann dort eingezogen und hat bis zum Bau des Neubaus, der dahinter dann entstanden ist, dann da auch noch gearbeitet. Wer war Dr. Kutschera? Kutschera war der Kinderarzt. Ach, so. Na, hier kann man es noch ein bisschen besser sehen, die ganze Struktur des Hauses. Dieses Haus ist dann anschließend abgerissen worden. Ja, und da sehen wir dann links neben dem Schulleiterhaus schloss sich dann das Hauptgebäude vom Konvikt an. Ja. Das Konvikt wurde 1855 vom Bischof hier eingerichtet und diente vorwiegend der Unterbringung auswärtiger Gymnasiasten. Und 1930 wurde dann ein Erweiterungsgebäude Richtung Stadtwall errichtet. Das hatten wir eben auch schon auf dem neueren Foto. Na, ich glaube, das war schon 1910 oder 1910, wo dieser große Erweiterungsbau des Konviktes entstanden ist und dann entsprechend belegt wurde. Hier gab es Klassenräume, hier gab es auch eine Kapelle. Hier unten gab es, ich denke, das war so ein Turnsaal, der seinerzeit entsprechend benutzt und genutzt worden ist.
Ja, genau, da kann man sehen. Ja, hier kann man es besser sehen. Da oben war die Kapelle. Ja. Die ersten beiden, also die letzten Fenster war also die letzten vier Fenster waren die Kapelle. Davor war die Sakristei gebaut. Unten die Fenster, das war der Studiersaal zu meiner Zeit. Und davor waren auch Funktionsräume zur Vorbereitung, Gruppenräume und solche Dinge. Dieser hintere Teil, der ist dann ja später abgerissen worden, 1993. Aber das Türmchen ist gerettet worden. Das steht heute noch auf dem Neubau, ungefähr an dieser Stelle, wo es jetzt auch stand. Und die Glocke, die ist seinerzeit zur Gymnasialkirche verbracht worden. Da ist die, glaube ich, heute noch. Das Türmchen, was da oben drauf ist, das hat der Zimmermann, der auch am Domhof gewohnt hat, Hermann Schnieders gebaut in seiner Zeit. Das ist bekannt. Ja. Und konnte gerettet werden und wie gesagt, ist im Neubau nochmal aufgebaut worden und steht an ähnlicher Stelle. Ja, Arnold, in welchem Jahr bist du zum Konvikt gekommen? Das war 1967. Das Gebäude ist also für mich, also so wie ich sehe, total lebendig. Ne? Mhm. Also da oben links in den Mansarden, da wohnten Schwestern des Thünerordens, die also die Kirchenschule zu der Zeit im Konvikt leiteten. Ja, und wie gesagt, unten links, das waren Funktionsräume. Oben, wie gesagt, die Kapelle schloss sich an, unten darunter schloss sich an der Studiersaal, der übrigens auch eine Bühne hatte. Haben wir sehr, sehr schöne Abende auch verbracht zu entsprechenden Tagen. Schade, dass es den Buß- und Bettag nicht mehr gibt. Das war der Haupttag eigentlich früher mit Theater. Jetzt müsste ich allerdings auch fragen, ich habe das dich schon gefragt. Also ich kann mich erinnern, dass es also zwei ND-Gruppen gab noch zu der Zeit. Heute katholisch studierende Jugend. Ja, das war die eine, war im Konvikt. Nun weiß ich aber selber nicht mehr, ob das St. Georg war oder ob. Ich weiß auch den zweiten Namen nicht mehr, den Schutzpatron. Ich durfte an mehreren Veranstaltungen des ND damals teilnehmen, obwohl das eigentlich nur für Gymnasiasten war, so viel ich weiß. Die waren aber immer sehr nett zu mir. Ich glaube, Hansi, was warst du nicht auch damals dabei? ND. Ja, ja. Und da hatten wir immer. Ein Kamerad, der sitzt da hinten irgendwo. Ja. Alt Evers. Ja. Ja, der ist ausnahmsweise auch mal hier. Ja, super. Wir sind am gleichen Tag geboren. Ja. Und war natürlich für mich eine besondere Freude, ihn zu sehen. Ja. Wir waren auch im ND und zwar unter Führung von Gerd Kothmann. Ja. Die Fische. Wir hatten dann. Gruppe genannt. Wir durften dann nutzen, aber einen Kellerraum. Wir mussten dann immer nach unten gehen und hatten dann einen Kellerraum. Der war zwar sehr anheimelnd, aber auch sehr einfach, aber wir hatten da trotzdem super Zusammenkünfte immer gehabt. Ja, das war in der Domhofschule. Das war noch in der Domhofschule da unten. Also, das wisst ihr. Einen Moment, hier ist noch eine Meldung. Wir waren damals auch im ND einige Jahre und wir haben es dann bis zum Wölfling, so hieß das damals, gebracht. Und hatten dann unsere Gruppenstunden vor der Ludmillenschule. Da gab es so eine alte Blechbaracke oder so. Da haben wir dann unsere Gruppenstunden gehabt. Und dann gab es vom ND jeden Samstag das sogenannte Komplett in der Gymnasialkirche. Ja, ja. Da standen dann einige oben neben der Orgel und haben dann Psalme gesungen. Unvergesslich. Ja. Theateraufführungen gab es auch einmal im Jahr vom ND gestaltet. Das war dann aber, glaube ich, auch auf einer extra Bühne. Ich weiß nicht, ob das in der Aula sogar war. Ja. Jedenfalls wurde da spaßige Stücke aufgeführt. Ja, das war gerade ein Bild von dem hinteren Teil des Konviktes. Das ist aber dann, wie gesagt, 1993 ungefähr abgerissen worden. Das Konviktgebäude selber, das Ludmillenstift hat das 73, 75 übernommen. Da sind dann erst verschiedene Abteilungen untergebracht worden, unter anderem die Pathologie.
Das war damals schon so ein bisschen was Besonderes, ein Krankenhaus und Pathologie. Und da haben wir, gab es auch viele Besucher immer. Und dann kam immer mal wieder die Frage, wie viele Betten hat eigentlich die Pathologie? Die meisten gehen immer mit den Füßen zuerst raus. Ja, ja. Ich glaube, vor der Pathologie war das der unter anderem auch der Vorratskeller für die Küche. Passt unheimlich gut dazu. Der Kartoffelkeller war zumindest da unten, das weiß ich noch. Ja, auch das ist richtig. Und aber das war, ein bisschen auf der, war mehr auf der anderen Seite. Ne? Und da war ja später auch die Apotheke untergebracht. Ab 83, glaube ich, ist die Vollapotheke eingerichtet worden. Und die Lagerflächen sind auch entsprechend genutzt worden. Insofern gehörte das auch damals vorher dazu. Unter anderem gab es da also eine richtig tolle Sache für uns Jungs damals. Wir hatten über den Wohlfahrtsmarktenverkauf, wo es also Provisionen gab, hatten wir Geld gespart in mehreren Zeitabläufen für eine Carrera-Bahn. Das war aber nicht diese kleine, die man so zu Hause hat, sondern das war die professionelle, so, wo die Autos so ungefähr 15 bis 20 Zentimeter lang waren. Und die Bahn vierspurig insgesamt, kann mich gut daran erinnern, hatte ungefähr 30 Meter Länge. Und das ging durch Serpentinen, Kurven und so weiter, sodass diese 30 Meter auch zusammenkamen. War hochinteressant, ja. Schön. Ja, da haben wir nochmal das Hauptgebäude vom Konvikt. Vor dem Anbau, das ist nochmal nach links hin angebaut worden. Den Anbau kann man hier dann auf dem Bild sehen. Das müsste also aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall gewesen sein. Mit einer großen Gartenanlage noch davor. Also diese Gartenanlage kenne ich nicht. Also zu meiner Zeit war da, stand da also erstmal drüben eine Riesenkastanie mit einem Bank darunter. Und das, wo heute der Garten ist, in etwa noch etwas größer seitlich versetzt, war eigentlich ein Fußballplatz, so ein Bolzplatz. Und heute ist der Garten der Fahrradständer, habe ich da richtig? Ja, auch nicht. Die komplette Anlage ist im Grunde genommen, oder Pflastert. War vorher Garten, ne? Zu der Zeit. Aber das ist schon sehr lange her. Und dann haben wir noch Blick ins Innere auch des Konvikts. Ja. Oh ja, genau. Ja, kann ich wohl was zu sagen. Das ist der sogenannte Neubau, der aber eigentlich älter aussah als der Altbau. Und das ist der erste Blick, wenn man reinging. Davor waren noch so 3 oder 4 Stufen. Vorne links war eine große Glocke, etwa so, ich sag mal 30 Zentimeter hoch, 20 Zentimeter breit. Mit dieser Glocke wurde zum Silenzium geläutet. Es gab also ziemlich genaue Abläufe im Internat, das war so, ja. Da möchte ich auch noch eine kleine Begebenheit zu erzählen, die mich auch immer beeindruckt hat. Immer zur Mittagszeit und Abendszeit. Und man kam vorbei, also längsseits des Konvikts. Im Sommer standen dann die Fenster offen. Und da muss wohl ein Speisesaal gewesen sein in der Richtung. Und da war immer sehr laut die Nachrichten dran, im Radio. Und die wurden dann also, während die ihr Essen da zu sich genommen haben, die Schüler und auch die Lehrer wahrscheinlich, damit die immer auf dem Laufenden blieben. Kein Fernsehen, sondern Radio. Mhm. Naja, das Konvikt wurde ja geleitet, nicht durch Lehrer, sondern das waren ja ein Präses und ein Präzeptor zu der Zeit. Also ich bin noch eingeschult worden unter Präses Grüter. Und nachher war es Bernhard Hilbig, der übrigens letztes Jahr erst verstorben ist und in Wehna begraben liegt. Und der lange Pfarrer in Rendsburg war nach der Konvikszeit. Diese Räume links waren, da gab es also einen kleineren Versammlungssaal. Das war so von hier aus etwa die drittletzte Tür. Vorne waren also so Gruppenräume, nenne ich das mal. Da war interessanterweise auch unsere Bibliothek untergebracht. Die war für uns also wahnsinnig interessant. Erstmal gab es Jugendzeitschriften, die ich immer den Horizont erweitern konnten. Damals gab es diese Zeitschrift Hobby, kann man vielleicht heute mit, weiß ich nicht, Geo oder sonst was vergleichen. Aber was wesentlich interessanter war, das hat mich immer fasziniert, wir hatten da nahezu immer die aktuellsten Bände des großen Herder-Lexikons, wo man also tatsächlich so sich durchlesen konnte. War also wahnsinnig interessant. Ich mache das übrigens heute noch, allerdings mit Google. Wie viele Schüler waren untergebracht im Konvikt?
Zu deiner Zeit. Das ist übrigens nebenbei, das ist einer dieser Gruppenräume. Mhm. In jedem Gruppenraum gab es auch ein Klavier. Ganz nebenbei. Da war ich zu faul zu. Das war der Studiersaal auch. Hinten die Wand. Ja, kann ich mich gut daran erinnern. So ähnlich sah es aus. Kannst du zur Anzahl der Ja, ich denke, also zu meiner Zeit nahm das schon ein bisschen ab. Ich glaube, wo ich eingeschult wurde, waren es ungefähr so 120 oder 130 Jungs noch. Wie ich 1975, wie das Konflikt aufgelöst wurde, da waren wir, glaube ich, nur noch 60 oder 70 maximal. Mhm. Ja. Ja. Kannst du dich daran auch erinnern, nee. Arnold? Nee. Wie? Nee. Nee, kann ich nicht. An die Waschstraße kannst du dich nicht erinnern? Nein. Nur Samstag. Wir haben uns nicht gewaschen. Nein, stimmt nicht. Diesen kenne ich tatsächlich nicht. Das war wohl ein Waschraum im Dachgeschoss, da waren wir nicht. Wir hatten in dem Altbau die Schlafsäle. Kann man, wenn man die Front sieht, könnte ich noch sagen, wo ich gelegen habe. Und da gab es also auf der Rückseite zwei große Waschräume. Die waren aber anders gestaltet. Da gab es ein riesen Waschbecken als Insel sozusagen in Rundform. So ein Waschstein eigentlich so mit, ich weiß nicht, wie viele Kränen da drauf. Das war etwas anders als hier. Diesen kenne ich so nicht. Das muss vor meiner Zeit auch gewesen sein. Du bist ja aus Wilsewee hierher gekommen. Und Matthias, du hast berichtet, es sind auswärtige Knaben, die dort untergebracht waren. Wie groß war denn der Radius? Also zu der war ziemlich groß. Also ein Klassenkamerad kam aus Bad Lahr, beispielsweise. Hermann Bröhring ist übrigens auch in dem Internat gewesen, der kam aus Rehde gebürtig. Mhm. Es gab viele, die man später irgendwo auch als Namen wieder sah, die also im Konvikt tatsächlich auch gewohnt haben. Damals gab es diese breit gefächerten Gymnasien, beispielsweise in Sögel, in Haaren und so weiter, die gab es damals eigentlich noch nicht. Meppen war so der zentrale Ort fürs Gymnasium. Ganz genau genommen ist ja auch das Marianum relativ jung im Verhältnis zu dem alten Kreisgymnasium, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob das einige wissen, das heutige Windhorst-Gymnasium ist ja von den Jesuiten gegründet worden und gilt als eine der ältesten Lateinschulen/Gymnasien im deutschsprachigen Raum. Mhm. Der weiteste Mitschüler von mir kam aus Schleswig-Holstein mit Namen Hubert Geuer. Ich glaube, ein Bruder von ihm war auch noch, ich glaube, Heinz Brandt bei dir in der Klasse, ne? Geuer aus Schleswig-Holstein. Ja, ich ja nur ein Jahr später. Also ich hatte einen Kameraden, eigentlich einen guten Freund, der kam aus Bad Oldesloe. Oh. Mhm. Also das war schon ziemlich weit gefächert, aber überwiegend kann man sagen, sie kamen aus dem weiteren Emsland. Mhm. Aus Wesewee, ja, auch Grafschaft. Und Wesewee war eigentlich ein Sonderfall, weil meine Eltern beschlossen hatten, aus mir soll auch noch was werden. Und das ging wahrscheinlich nur übers Internat. Nein, in Wirklichkeit war es auch so, es gibt also tatsächlich auch eine andere Beziehung dazu, die ist auch wieder ganz interessant. Meine Oma hat tatsächlich im Konvikt Küche gelernt früher und mein Onkel ist in Lingen vom Gymnasium geflogen, das war während der NS-Zeit, weil er aus dem ND nicht raus wollte und die konnten dann in Meppen wieder aufgenommen werden. Ich vermute mal, dass das ein Gentleman Agreement war zwischen den beiden Gymnasien. Gehe ich mal von aus, sodass die eben weitermachen konnte. Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Er konnte es auch nicht erzählen, weil es leider Gottes mit dem Flugzeug abgestürzt irgendwann. Das hängt aber wahrscheinlich mit dem Konflikt zusammen. Ja, natürlich. Also der kam dann ja aus Nordlohne. Eigentlich, und da jeden Tag zu fahren, das war auch unmöglich. Ja, dann für die Kapelle des Konvikts, wie sie mal vor langer, langer Zeit ausgesehen hatte. Ja, das war vor meiner Zeit. So bunt war sie nicht mehr. Das war der Ursprung, glaube ich. Ne? Ja, ich denke auch. Ja. Ein Blick aus dem Kirchturm, ja, aufs Konvikt. Ja, genau. Da kann man eigentlich auch sehen, mein erster Schlafsaal war untergebracht in den ersten drei Fenstern rechts. Der letzte, wo ich in diesem Gebäude war, war in den letzten Fenstern links. Mhm. Oder eigentlich, das waren zwei, da ist noch einer vorgezogen, die waren etwas kleiner. Im Obergeschoss oder? Im Obergeschoss, ja. Unten links war übrigens dann der Speisesaal, ne? mit dem Erker nach vorne. Ja, genau. Und ganz hinten war die Küche.
In der Mitte war neben dem Haupteingang links, rechts war so ein kleines Empfangszimmer. Rechts daneben war das Büro der Schwester Oberin, die übrigens auch unsere Kasse verwaltete, unser Taschengeld. Also das machten wir nicht selber, das brauchten wir nicht. Das hatte wahrscheinlich auch Gründe. In dem Fenster links war ein Besuchszimmer. Also wenn wir Besuch kriegten oder die mit den Präses oder wem auch immer sprechen wollten. Also das habe ich alles noch richtig gut in Erinnerung gehabt. Ja, und dann ist 1975 das Konvikt geschlossen worden und wurde vorübergehend von der Johannesschule noch genutzt. Das war der erste Standort der Johannesschule. Und dann ist ja 1983 die Johannesschule umgezogen zum Nagelshof, in die frühe Lyzeum. Da haben wir noch mal eine alte Ansichtskarte vom Konvikt. Und dann haben wir auch dort noch mal ein Foto, wo dort im Ersten Weltkrieg das Reservelazarett die Räume wohl genutzt hat. Was ist das? Das Foto müsste nach 1983 aufgenommen worden sein. Und da haben wir schon einen Sprung wieder in die fast aktuelle Zeit. Da sind die Tiefbauarbeiten, die 2019 in dem Bereich stattgefunden haben, wo nochmal der gesamte Bereich der Ludmildenstraße komplett umgestaltet wurde. Mit dem Ziel, eben einen direkten Zugang ebenerdig vom Bahnhof bis eben ins Haus Ludmillenstift zu bekommen. Und das hat man ja auch über diese Schiene geschafft, nicht? Über die Stadt selber, Kirchstraße, Domhof und dann bis hier Kirchplatz zur Ludmillenstraße. Und dann habe ich hier noch ein Foto von einem Architektenwettbewerb 1975. Damals war geplant, also das Krankenhaus neu zu bauen. Ja, das war in der Tat so. Angekauft worden ist dieses Grundstück vom bischöflichen Generalvikariat, also da, wo das Konviktgebäude und der Parkplatz im Hintergrund drauf waren, um eine große Erweiterung des Krankenhauses zu erreichen. Und man hat damals noch eine riesen Psychiatrie geplant gehabt. Das ist aber alles dann ein bisschen im Sande verlaufen. Und dieses Modell hat es in der Tat mit entsprechenden Planungen gegeben. 76, ne? Ja, um den Dreh. Das ist 73 ist das Grundstück erworben worden und dann hat man entsprechende Planungen angestrengt und das war so das Ergebnis. Wer war der Architekt? Ich könnte mir vorstellen, dass das schon Tiede war. Das weiß ich aber auch nicht mehr genau. Kannst du das sagen, Matthias? Nee. Dann noch ein Foto. Der dieses geplant hat? Ja, aber das kann sein. Tiede, das könnte sein, ja. Dann nochmal wieder die Umgestaltung da vom Kirchplatz, was Wilhelm Wolken eben angesprochen hat, der barrierefreie Zugang über den Kirchplatz Richtung Krankenhaus. Da hat der Friedhof ja auch gelegen. Ja. Weil ich kann mich erinnern, als Kinder, da wurde die Mauer neu gemacht. Und gut, wie Kinder eben sind, die haben dann auch mit den Leichenteilen da mit Schädeln und mit Knochen rumhantiert, weil die lagen da einfach wild rum, wochenlang. Mhm. Hat sich keiner drum gekümmert. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Die lagen wirklich wochenlang. Das war heutzutage unvorstellbar. Ja. Wenn da jemand von der Stadt oder was das gesehen hätte, der würde doch sofort irgendwas da veranlassen. Aber da kann ich mich auch noch dran erinnern. Dass wirklich, dass der Schädel und dann und die teilweise, Schädel, ja. Den Schädel. Besser nicht sagen, was damit gemacht wurde. Ja. Nein, aber das war hier auch so. Es war ja ein Friedhof und die sind auch umgebettet worden. Das ist alles, die Archäologie hat da kräftig mitgewirkt und da ist natürlich einiges zutage gekommen. Aber das muss aber sehr früh schon gewesen sein. Ich denke so noch vor 1960. Nein. Ich meine damals, wovon ich jetzt spreche. Das muss vor 1960 gewesen sein. Zu der Zeit, die Wilhelm anspricht, ist es schon professioneller abgearbeitet. Ja, das ist ganz professionell abgearbeitet worden. So ganz nebenbei haben wir auch noch eine amerikanische Fliegerbombe gefunden, die uns dann ziemlich viel Kopfzerbrechen gemacht hat. Aber ist auch alles ganz gut abgelaufen.
Ja, dann kommen wir zu einem neuen Abschnitt, nämlich zur Altstadtschule. Ein Foto von 1957. Die Altstadtschule ist 1888 erbaut worden, zunächst nur als eingeschossiger Baukörper und dann ist um 1900 rum ein Geschoss obendrauf gesetzt worden. Und dass man mal so eine Vorstellung hat, wie groß die Schule war, also 1920 waren dort 800 Schüler in 14 Klassen. 1930 gab es dann die organisatorische Zusammenführung mit der Domhofschule. Also vorher war das Ludmillenschule und Domhofschule und dann wurde es zur Altstadtschule. Und im Jahr 1945 wurden dann dort 1028 Schüler unterrichtet, weil die Overbergschule gesperrt war. Da waren dann die polnischen Besatzer drin und von daher mussten alle Meppner-Schüler dann wieder hier hingehen und über 1000 Schüler in der Einrichtung. Wir sehen gleich noch ein tolles Klassenfoto auch, wo es reichlich voll ist. Von der Ludmillenschule weiß ich nur, dass mein Vater als Grundschüler nicht dorthin durfte, weil die sanitären Anlagen katastrophal waren. Die waren im Garten. Mein Vater, ja, das war zu unserer Zeit noch. Aber damals waren die wohl so desaströs, dass mein Vater in die Overbergschule gehen musste. Mein Opa hat es nicht zugelassen. Auch beeindruckende Klassengrößen, wenn bei 800 Schülern 14 Klassen da waren, Matthias. Ja, wenn Wahnsinn. Man heutige Standards dagegen stellt. Damals hätte man wahrscheinlich die Luftfilter gebraucht. Ja. Aber damals war die Disziplin noch eine andere. Ich weiß, dass wir in Reihen uns aufstellen mussten morgens. Da wurde erst Fritz Helmkamp, der stimmte ein Lied an. Dann mussten wir Gedichte aufsagen und dann ging das in Reihe und Liedhändchen halt hinterm Stuhl und ganz langsam den Stuhl vom Tisch nehmen, sonst üben wir das nochmal. Und ich bin ja auch Lehrer gewesen, also unser Schulamtsdirektor sagte damals, man wollte immer so kleine Klassen haben. 15 Schüler sind problematischer zu unterrichten manchmal als 30, die früher waren. Liegt eben an der Disziplin. Das ist heute, man wird nicht mehr, also bei mir ist noch keiner morgens aufgestanden und hat stramm gestanden und gesagt, guten Morgen, Herr Degen. Also Zeiten, die waren vorbei. Also möchte ich auch vielleicht noch mal eins hinzufügen. Also was dieser disziplinierten Schule vielleicht so ein bisschen entgegensteht. Wir hatten also einen Lehrer, der war sehr beliebt bei den Schülern und auch immer sehr sympathisch. Das war der Lambert Grote. Der machte sich dann allerdings zu eigen, dass wenn ihm das ein bisschen zu lange dauerte, so eine Stunde, dann nickte er immer so nach vorne so, und dann war er wieder da. Ne? Eindeutig. Aber das ging schon manchmal so, ja, gefühlte Minuten lang. Ne? Ja, aber der war sonst sehr nett. Aber das war dann halt bei ihm ein bisschen legerer. Aber der Stock wurde auch wohl häufig rausgenommen vom Schrank, das weiß ich schon. In Reihe anstellen und ich weiß noch, Stubbe wurde eben der Name genannt, der sagt dann immer, der sollte dann auch sag mal, Schläge bekommen. Er sagt, bitte nicht und sprang dann aus dem Fenster. Ne? Da kann ich mich noch gut dran hinnehmen. Und lief nach Hause. Ich war hinter mir gestanden, Martin, das müsstest du eigentlich noch wissen. Ja. Ich war Linkshänder. Ja. Und er hat immer hinter mir mit dem Rohrstock gestanden. Ja. Sobald ich den Griffel in die linke Hand nahm. Ja. Einmal noch bitte, ich glaube, das haben viele nicht gehört. Einmal noch. Also das war in meiner Zeit, also Martin, wir sind jetzt zur gleichen Zeit zur Schule gegangen. Sehr schön. Und ich war Linkshänder und Groten Lambert hatte immer den gelben Onkel dabei. Mhm. Und sobald ich den Griffel in die linke Hand nahm, dann gab es welche über die Finger. Und der hat mir also ziemlich deutlich gesagt, dass ich mit rechts schreiben musste. Das bei dir, wo du doch so ein braver Junge warst. Ja, ja. Ich habe zwar heimlich mit links weitergeschrieben, aber heute kann ich es nicht mehr. Heute schreibe ich nur noch mit rechts. Schreibst du tatsächlich heute nur noch mit rechts? Ja. Also hat sich, ja. Hat ich bin aber komplett rechts, Linkshänder. Okay. Vielleicht sollte man aber auch eine Lehrperson erwähnen, die sehr viel Respekt in Betten, der sehr viel Respekt entgegengebracht wurde, jetzt auch noch, nämlich der Herr Hugenberg. Da ist ja auch eine Straße sogar nachbenannt, hinten in Nödecke. Und für den war das das war eine, nach meiner Meinung, eine Lehrperson
per excellence, der, das war eigentlich sein Leben, Schüler zu unterrichten. Der hatte also von allem Ahnung, der machte Mathematik, dann hatte er immer ein Instrument bei sich, das war wie so eine Handorgel. Da musste er immer ziehen, ich glaube, da wurde so ein Blasebalg dann mit betätigt. Und da war er auch immer ganz begeistert mit zugange, dass wir dann auch mitsingen durften und sowas. Ne? Aber wie gesagt, der hat seinen Beruf sehr ernst genommen, das war ein Professioneller, der es gerne gemacht hat auch. Das heißt, war allerdings auch sehr ernsthaft. Muss ich noch mal eine Herrn Hugenberg. Wir haben ja gegenüber dieser Schule gewohnt und der Herr Hugenberg führte dann die ganze Schule oder ganze klassenweise die Schüler von der Kirche zur Schule und umgekehrt. Da gab es noch öfters mal eine Messe. So, und dann wurde bei uns geheizt zu Hause mit Briketts. Und die wurden mit einem großen LKW gebracht und vor unserem Haus vor den Kellerlöchern abgeladen. Und die mussten dann oft mit großen geflochtenen Körben in den Keller runtergebracht werden. Da kam er mit seiner Klasse da vorbei. Wir Kinder waren nicht zu Hause, das war vormittags. Kam er mit seiner Klasse da vorbei und sah meine Mutter da, wie sie in Schweiß und Arbeit da die Briketts reinpackte und reinbrachte. Da sagte er, so Kinder, jetzt machen wir mal eins, da ist Frau Schulte hier und der werden wir jetzt mal helfen. Da stehen noch drei Körbe, mach die mal voll und helf die bitte mal mit reintragen. Und das haben die dann so ein Stündchen gemacht und dann war alles erledigt. Ne? Das war Herr Hugenberg, der das angeordnet hatte damals. Ne? Und das fand meine Mutter natürlich toll. Die hat uns da lange von erzählt. Das ist ja auch eine nette Geste. Ja. Sag mal, Martin, der Herr Hugenberg oder generell die Lehrer damals an der Schule, hatten die nicht nur ein spezielles oder zwei spezielle Fächer, so wie das heute üblich ist, sondern man hat irgendwie alles unterrichtet? Ja, also für sich. Man hatte das Klassenlehrerprinzip und es wurde alles unterrichtet. Ja. Ich meine, selbst am Gymnasium, dann hatte Bodo Schlag, wer den noch kennt, das war mein Lateinlehrer, der gab Sport. Das war mein Griechischlehrer. Ja. Ja, aber der gab Sport, das ist, darum geht es ja. Ja, der war schwerst behindert. Ja, darum, der hatte ein neues Bein und gab bei uns, wir spielen immer nur Sitzfußball, was anderes bloß. Ja. Ja, das waren früher, gab es ja an den Toiletten diese Ketten, ne? Diese Ketten. Und diese Kette hatte er ums Hinterrad gedreht. Und ich kam dann natürlich mit dem Fahrrad zur Schule. Ja, er war übrigens auch sehr treffsicher. Mit einem Stück Kreide genau zwischen die Augen. Oder mit dem Schlüsselbund. Oder mit dem Schlüsselbund, ich weiß. Also wir hören, zur Schule gibt es sehr, sehr viel zu erzählen. Hier ein Klassenfoto von 1922. Das zur Klassengröße, Matthias. Ich habe mal gezählt, das sind 57 Jungs. Ja. Und dann ist das alles, Matthias, einmal bitte noch zurück, ist das alles eine Altersklasse gewesen? Also, ja. Ich weiß es nicht. Ne? Also, alles gut. Aber vermutlich. Ja, es gab ja wohl parallel, es gab immer zwei Jahrgänge wurden zusammengefasst in der Zeit, meine ich. Ne? Das meine ich, dass es früher anders war als heute. Ja, zwei Jahrgänge, mehr nicht. Okay. Und das war wohl das Lehrerkollegium 1925. Und dann der Erweiterungsbau der Schule, irgendwie in 1960er Jahren errichtet. Dahinter, ne? Genau, dahinter. Ja. Das wurde später ja noch von der Stadt Meppen ja genutzt. Da war Bauamt drin und die Bücherei des Emsländischen Heimatbundes war dort in den oberen Räumen.
Und die Kulturabteilung. Kultur, ne? Wollte ich auch gerade sagen. Schule, Schule und Kultur. Matthias, das musst du doch wissen. Du warst doch selber da. Ich habe dir das überlassen, Arnold. Ja, ja, die Kultur nicht. Ja, und dann noch mal ein Blick von, vom Wall aus auf Konvikt und Altstadtschule. Und jetzt kommen wir zu einer Perspektive, die erstmal recht ungewohnt erscheint. Ungefähr da aufgenommen, wo heute das Parkhaus am Domhof steht. Man erkennt die alte Vikarie, die ja heute noch so vorhanden ist, und den Kirchturm ja ohnehin, das war so vor dem Zweiten Weltkrieg. Und den großen Baum, den erkennt man auch, der stand da nämlich vorhin auch. Ja, genau, eine Kastanie ist das, glaube ich. Ne? Mhm. Wozu, also welche Funktion diese beiden Gebäude im Vordergrund hatten, und der Platz da, das konnte ich leider nicht recherchieren, ob das mit zu dem Hotel am Domhof damals ursprünglich gehört hat, zu der Stadthalle. Aber wir sehen gleich noch zwei Bilder mehr aus einer ähnlichen Perspektive. Das ist ein Foto, wo wir in der Mitte das Großhaus mit dem Walmdach, das ist das ehemalige Hotelgebäude am Domhof, wo heute das Küchenstudio sich befindet. Und die Loop-Milden-Straße war damals noch sehr schmal, also die ging da in ganz schmaler Form dann auf den Domhof, wurde auch mal Ludmillengasse bezeichnet in dem Bereich. Und dieses Gebäude, was wir eben gesehen haben, das steht jetzt also da auf der rechten Seite, wo wir die geöffneten Fensterläden im ersten Obergeschoss sehen. Und dieses Gebäude auf der linken Seite mit dem markanten Schornstein, das gehörte wohl mit zum Gertrudenstift. Also eine Einrichtung, wo ja ärmere Personen, insbesondere wohl Frauen, auch versorgt wurden. Wir sehen gleich auch noch Bilder von vorne, die sind dann vielleicht noch etwas aufschlussreicher. Und dann die Ecke nochmal mit dem zerstörten Kirchturm. Hier sieht man dann ganz am linken Bildrand den Giebel, der praktisch da vor der Kirche steht. Das ist, wenn ich das richtig recherchiert habe, das Haus Husmann-Augustin von hinten. Dann müsste daneben das Gebäude Schnieders-Gandras gewesen sein. Also damals Schnieders, später Gandras. Mhm. Dann das Gebäude ungefähr in der Mitte müsste dann Franz Schulte gewesen sein. Ja. Und dann das Gebäude mit dem Schornstein ist dann wieder dieses Gertrudenstift. Und das rechte Gebäude gehörte möglicherweise zum Hotel Brüggemann am Domhof. Mhm. Martin, ist das dann dein Elternhaus? Oder nein. Das ist gegenüber. Das liegt, also Domhof 9 ist in der Mitte des Domhofs. Da, wo jetzt die Bushaltestelle ist? Da, wo jetzt das Sanitätshaus Niehoff ist. Da war früher ein schönes Haus. Sage ich gleich noch was zu. Und dann jetzt aber erstmal Sprung hier noch in die Zeit voran, aus dem Jahr 1982. Mhm. An das Gebäude können sich viele noch erinnern. Da war mal ein Kino drin, da war ein Lebensmittelgeschäft. Metropol-Kino, weiß ich wohl. Das war und heute damals gab es noch Alterskontrolle in dem Kino. Das hat ja Moke Props geführt damals, der die Jugendherberge auch hatte an der Hubbrücke. Und ich weiß noch, ich war 16, damals gab es noch Filme ab 16. Und ich war 15, drei Viertel oder 10 Tage vorm Geburtstag. Sah immer ein bisschen jünger aus und meine Freunde, die kamen rein, waren teilweise ein Jahr jünger und ich wurde immer abgewiesen. Weil man hatte früher ja noch diese zwei verschiedenen Ausweise. Ein Kinderausweis war groß und weiß und mit 16 kriegte man den grauen kleinen Ausweis. Und dann bin ich ein paar Mal, habe ich den verloren, so weggeworfen natürlich und bin zur Stadt gegangen und wollte dann diesen grauen Ausweis haben. Nee, da haben sie mir noch einen weißen ausgestellt, auch ein paar Wochen vorm Geburtstag. Also da war ich immer sehr böse, dass ich da nicht rein durfte. Ja. Darf ich da auch noch mal was zu sagen zu diesem Metropolkino? Denn der genannte Herr Probst, der dieses Kino, Hubert Probst hieß er, der dieses Kino geführt hat, der war nicht nur sehr aufmerksam bei der Einlasskontrolle, sondern wenn dann der Film losging, beziehungsweise erst gab es dann eine Wochenfrau, dann war er schon im Anmarsch. Die Kinos waren damals voll, rappelvoll. Und die, das Publikum, ich sag mal, war nicht so zivilisiert wie heute. Also das waren dann oft Jugendliche, die da auch waren.
Und die haben dann da ihre Meinung jeweils zu den gebrachten Beiträgen da lauthals verkündet. Es wurden dann Witze gemacht, da konnte der Film noch so traurig sein. Dann kam aber aus dem Hintergrund und ging vorne zur Bühne Hubert Probst. Und der hatte eine ganz schöne Stimme und ein Auftreten. Der sorgte dann richtig mit Hände hoch und was nicht alles. Wollt ihr jetzt wohl euch hinsetzen und ruhig sein? Ich will hier Ruhe im Saal haben und sonst schmeiße ich euch raus. Und der wurde also richtig dann, ne, das war ja nun sein Baby sozusagen, das Teil. Ne? Also der war trotzdem, ich fand den immer wohl ziemlich sympathisch. Ne? Aber da mit seinem Kino, das nahm er schon sehr ernst. Matthias, kann man sagen, wann dieses Gebäude entstanden ist? Weil ich also meine, dass in der Endphase des Konvikts, also Ende 75 oder in 75, gab es diesen Supermarkt schon. Also ich meine, das Gebäude müsste um 1960 rum gebaut worden sein. Da war das ursprünglich mal dieses Metropolkino. Ja. Dann kam der Lebensmittelmarkt und dann war da wieder ein Kino drin, nämlich Cinema hieß das. Mhm. Das war dann also Anfang, ja, Ende der 80er Jahre. Und das ist 1992 abgebrochen worden für den Neubau des Parkhauses. Mhm. Joachim, Martin, ihr kommt ja nun beide aus der Nachbarschaft des Kinos. Wie war das denn früher für euch, wenn man ein Kino gegenüber hatte? Ich stelle mir das vor, dass ich dann nun wirklich dann auch sehr häufig bin. Ja, das war eine Verführung. Ja. Ich war damals, das ging los mit 5, 6, 7 Jahren. Da sah man ja immer, man kam ja oft an diesen Plakaten, dann diese Voranzeigen vorbei. So, dann war meinetwegen sonntags. Gut, ich kriegte meistens sonntags von meinem Opa 50 Pfennig. Und diese 50 Pfennig reichten dann aus, um einmal ins Kino zu gehen. So, nun habe ich das aber auch schon manchmal ausgegeben gehabt, diese 50 Pfennig. Ich wollte aber trotzdem unbedingt gerne zum Film. Unsere, die machten immer Mittagspause, gerade am Sonntag. Dann war bis 3:30 bei uns Ruhe im Haus. Und so diese Unterhaltung im Fernsehen gab sich gut. Das Urmel aus dem Eis mochte ich nicht unbedingt immer sehen. Und dann habe ich gedacht, ich dachte, so einen schönen Abenteuerfilm, so einen schönen Cowboyfilm mit John Wayne schon und was. Die waren erst ab 14 oder 16 oder was. Ja. Und dann ganz unscheinbar da, ja, in diese Vorhalle ist das ja hier, wo die, auch die Kasse steht. So im Vorbeigehen so getan, als mich die Plakate interessieren und dann bis zur Eingangstür, da war so ein Vorhang vor und dann husch, den Vorhang hinter und dann an der anderen Seite war ein Vorhang wieder raus und dann vorne da irgendwo hingehuscht. Ja, das ist, also habe ich bestimmt irgendwo wohl 10 Mal bestimmt gemacht. Und ich glaube nicht, dass ich da jemals bei, auch nicht vom Propst Hubert, erwischt worden bin. Man muss, es kommt ja auch Rivlin Stromberg. Ich war zu der Zeit öfter mal in dem Kino, aber da lief der Film Das Urwaldmädchen. Und dieser Film wurde von der Kirche verboten. Ja. Nur weil eine Frau oben ohne mal in den Bäumen da herumkletterte. Ja. Liane, das Mädchen aus dem Urwald. Aber Andrea, ja, was natürlich auch noch wichtig ist, Kino hatte ja einen ganz anderen Wert. Ich weiß, dass wir 1965 den ersten Fernseher bekamen. Also Fernsehgucken war nicht zu Hause. Und immer nur spielen, Karten spielen und so hatten wir auch keine Lust. Aber zu der Zeit bekamen wir jedenfalls kein Taschengeld. Ich habe den Kirchenboden ausgetragen und dann gab es immer ein Kirchenblättchen dabei. Und irgendwann wurde den Leuten der Kirchenbote zu teuer und die nahmen nur das Kirchenblättchen, um zu wissen, wann Messe war. Dafür kriegten wir aber keinen Cent. Also habe ich irgendwann aufgehört, da hatte ich, na, voll lau wollte ich auch nicht. Und dann hatten wir dann immer so Nebenverdienste. Vielleicht kommen wir da noch drauf. Früher gab es ja auf dem Domhof noch Markt. Dann haben wir Mäuse und Frösche gefangen für die Marktbetreiber. Kriegten wir ein bisschen 10 Pfennig, glaube ich, pro Frosch. Und im Herbst haben wir Kastanien gesammelt oder Pilze gesucht und die verkauft. Also so kriegten wir auch unser Geld. Aber wie gesagt, offiziell Taschengeld gab es nicht. Von daher konnten wir nicht zum Kino, wenn wir nichts dafür taten. Also das habe ich eben vergessen zu sagen. Da hatte ich nämlich oft schon diese 50 Pfennig vorher schon ausgegeben gehabt. Und da musste ich da trotzdem noch irgendwie reinkommen. Ne? Also Kino war was Besonderes? Ja. Das war was Besonderes. Das war ein Erlebnis, ja. Ja, vielleicht kommen wir da noch drauf. Früher waren die Marktbeschicke ja andere.
Ja, ich weiß es nicht. Ich kenne die Bilder auch. Doch, ich sehe die jetzt auch zum ersten Mal. Wir warten. Zum Wochenmarkt. Sonst greifen wir es gleich nochmal auf. Ein Foto von 1987. Da wird der Domhof umgebaut oder die Ludmillenstraße in dem Bereich. Und dann ein ziemlich aktuelles Bild. Parkhaus da und ja, die Schule schon saniert. Und dann ein Luftbild nochmal aus dem Bereich. Und dann kommen wir jetzt zum Domhof, wir also die Ludmillenstraße abschließen. Wir starten auch mit einem Luftbild. Das Haus Deken, ganz markant, als einziges helle Haus, sticht es heraus. Wenn man Farben verkauft, muss man natürlich auch den Giebel mal streichen. Ne? Stand auch groß unser Name davor auf dem Giebel früher. Weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert. Ganz groß Deken davor. Ja, da bekommen wir gleich auch noch ein Foto davon. Ja. Also dieses Foto ist alt, das war von 1910. Ich glaube, damals war da noch dieses Tapetenhaus Biermann drin. Ja. Aber wir kommen gleich da noch näher zu. Erstmal hier auf der rechten Seite, das war ein Hotel. Das wurde von unterschiedlichen Betreibern geführt. Das gab es schon seit 1867. War mal ein August oder Wilhelm August Brüggemann, später ein Max Kerkhoff-Inhaber. Da habe ich noch ein paar mehr Bilder von. Hier sieht man noch mal die Pumpe. Und später da war das doch das Arbeitsamt. Das war das Arbeitsamt. Und da waren auch noch einige Familien wohnten, glaube ich. Ja, rechts daneben. Und da war ein großes Tor. Genau. Ja, und dann mit zwei Flügeln, das weiß ich noch. Ja. Da hat sich mein Bruder mal ein Bein gebrochen. Und dahinter, ich weiß nicht mehr, wer da gewohnt hat, aber war ein großer Innenhof. Möller hat da zum Beispiel gewohnt. Bitte? Roman hat da oben gewohnt. Roman auch. Das stimmt. Ja. Roman, genau. Ja. Und der Hotelbetrieb? Franz Roman. Da sieht man nochmal Hotel Kerkhoff, vormals Brüggemann steht da dran. Und der Hotelbetrieb ist wohl 1938 aufgegeben worden. Und dann hat die Stadt Meppen das Gebäude gekauft und das dann wohl weiter vermietet an das Preußische Kulturamt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Dann war auch wohl mal die Stadtverwaltung kurzzeitig da drin und dann das Arbeitsamt. Mhm. Und das ist dann Ende der 1950er Jahre wohl abgebrochen worden. Darf ich auch noch mal eben kurz? Arbeitsamt wurde gesagt, da wohnten einige Familien auch noch drin. Eine Familie war die Familie Möller. Da wohnte ein ganz ziemlich bekannter, in unserer Gegend jedenfalls bekannter Mann da oben. Das war Herr Josef Jeckel. Jeckel hieß der und der war Vertreter für Minimax. Ja. Und was der ist war das für ein was? Richtiger Minimax-Feuerlöscher. Mhm. Ach. Ja. Die gibt es jetzt wahrscheinlich auch noch. Die gibt es, glaube ich, noch. Ja. Eigentlich eine ganz bekannte Marke. Und der war auch ein begeisterter SV-Anhänger. Der war dann dafür bekannt, dass er das immer, wenn die gut spielen, dann macht er immer so sauber. Sauber. Ja. Den nannten sie dann nachher nur noch Sauberjupp. Im Moment hätten wir das gar nicht rausgefunden, weil die ja gar nicht so gut spielen. Ne? Aber im Moment ist das natürlich. Ja, dann Foto. Matthias, da steht Matthias der Name. Vielleicht, du sagtest eben das Kulturamt, das Preußische. Aber damit war wahrscheinlich damals zur Begrifflichkeit die Agrarkultur gemeint. Ja, genau, das hieß ja früher, also das Landesamt hieß ja wirklich Kulturamt, das war dann aber nicht, hatte nichts mit der Kultur im heutigen Sinne zu tun, sondern da ging es dann um Vermessung von Ackerflächen, um, Ja, wahrscheinlich auch der Siedlungsbau nachher. Ja, da waren auch solche Dinge und das ist ja letztlich die Behörde, die dann im Amt für Agrarstruktur aufgegangen ist. Ja, und hier ein Bild, da sieht man auch den großen Schriftzug Deken am Giebel. Und das Gebäude auf der rechten Seite, da bin ich mir nicht ganz sicher, ist das die alte Bäckerei
Feldrücken. Also das Haus, was sich an der Mauer anschließt, ne, das kam vorher in anderen Sendungen schon mal, da wären eine Näherei gewesen, da kann ich mich nicht daran erinnern. Zu meiner Zeit war das unsere Werkstatt, das kleinere Haus. Das kleine weiße, der kleine weiße Flach. Was sich an diese Mauer anschließt. Und dieses ist in den 60er Jahren, ist dieser Balkon entstanden, weil früher hatte man ja so eigene Waschhäuser und wir hatten keinen Garten da, was da mal genannt wurde, sondern wie gesagt, da war so ein Unterstand. Da wurden vor allen Dingen die Samyak-Geistflaschen gelagert. Das war immer eine Freude, wenn Fremde bei uns kamen. Dann durften die da eben einmal dran riechen, wer da schon mal dran gerochen hat an Samyak-Geist. Das macht die Nase besonders frei. Also der macht das kein zweites Mal. Da war der Unterstand. Und dann, diese Werkstatt war sogar unterkellert. Und irgendwann haben wir die Mauer weggerissen. Und dieser Balkon war in den 60er Jahren entstanden. Da sind wir nach Grömitz gefahren. Mein Vater konnte nie mit, weil der das Geschäft nicht alleine lassen konnte. Wir hatten ja vor allen Dingen einen Handwerksbetrieb, nicht das Geschäft war der kleinere. Und da hat er gesagt, wenn ihr wiederkommt, haben wir eine ganz große Überraschung. Und wir haben gedacht, wir kriegen einen Fernseher. Und kamen dann wieder und dann hat er diese Baumaßnahme, das war ja nichts für uns, hat er die eingeleitet und er wollte da sein Büro haben, das wohl notwendig war. Später war es ja ganz schön, dass wir den Balkon hatten oder diese Terrasse. Aber ein Fernseher wäre uns da lieber gewesen. Aber wir hatten den Vorteil von dieser Terrasse, konnten wir immer auf die alte Burg gucken, wo das Storchennest drauf war. Und früher war das so, im Sommer trugen wir kurze Lederhosen und im Winter lange Lederhosen, 3/4. Nichts anderes. Sonntags durften wir eine normale Bügelfaltenhose tragen. Jeans gab es ja noch nicht. Und wenn der Storch kam im Frühjahr, dann durften wir die kurze gegen die lange Lederhose tauschen. Nee, dann haben wir immer geguckt, ob wir konnten, oh, ist der Storch schon da? Und sofort die eine Lederhose weg und dann kam die andere aus dem Schrank. Joachim, so klein sieht der Innenhof aber gar nicht aus. Nee, aber das täuscht wahrscheinlich ein bisschen. Groß war das nicht. Da waren der Winkel früher jetzt noch ein Brunnen, da kamen wir drunter, wenn wir eine Hose gemacht haben. Früher waren das ja noch die Windeln, wo die Elfenmütter nicht so viel Lust hatten, die auszuwaschen. Ich habe Fotos in meinem Album. Da steht meine Mutter, da ich mit einem blanken Popo und sie hat die Pumpe da bedient. Die war da und nachher hatten wir einen kleinen Sandkasten. Und ich weiß nicht welche, ich hatte auch ein paar Fotos eingereicht, nee, wo ich mit meinem Bruder da die ersten Fahrversuche auf dem Dreirad mache. Früher war das hier so, mein Bruder war ein Jahr, er ist inzwischen verstorben, war ein Jahr älter als ich. Ne, so mit bei Hannes in der Klasse und bei Martin, also ich bin Jahrgang 51, er Jahrgang 50, früher Jahrgang 50. Und es war immer so, das Dreirad bekam er zu Weihnachten, 1900, ich sag mal, war 53 oder so. Und ich bekam das dann 1954, ich hab eine frische Farbe und ein Fähnchen drauf. So war das mit dem Roller und Fahrrad, das hat sich immer so fortgesetzt. Neues gab es eben nicht in der Zeit. Dann hielt sich die Überraschung bei dir in Grenzen. Ja, das, als kleines Kind hat man das nicht gemerkt. Ne? Da dachte man, oh ja, neues Ding, das strahlte, neue Farbe war dran, war doch gut. War in Ordnung, die Ansprüche waren ja auch noch nicht da. Hattest du denn in dem Gebäude, war ja dann dein Kinderzimmer mit dem Giebel links? Das hört sich gut an, Kinderzimmer. Ja. In den Anfangsjahren hatten wir, das Geschäft war ja da, und was später, das Büro meines Vaters war in dem Gebäude noch, da hatten wir ein kleines Büro, da waren wir, mein jüngster Bruder war noch nicht geboren, weil wir auch Polen aufnehmen mussten in der Zeit. Dann haben die bei uns gewohnt und wir haben alle vier in dem kleinen Büro gewohnt. Und später sind wir nach oben gezogen und für uns war das riesengroß. Und meine Frau sagt nachher immer, du sagst, ihr hättet so eine große Wohnung. Wir haben da oben zu fünf gewohnt, Heizung hatten wir nicht und Eis hatten wir innen von den Wänden. Das Haus ist von 1834, war ja nichts isoliert. Also das fror auch noch ein. Und Betten kriegten wir, weil mein Vater mit, also unsere Firma, immer im Krankenhaus tätig war, kriegten wir diese Krankenhausbetten, die wurden abgesägt, ein Stück angeschweißt dann. Und dann diese Dreiermatratzen, die durchgelegenen, die kriegten wir dann und kamen alle drei in ein Zimmer. Und im Winter kriegen wir eben eine Kruke mit dem Strumpf, das kennen sich ja noch viel, ins Bett verbrannte man sich die Füße dran. Aber das war es, eine Dusche hatten wir nicht. Samstags kamen wir zusammen zu dritt in der Badewanne. Das war eben so in der Zeit. Ne? War eben nachhaltig, ne? Ja. Also nachhaltig war übrigens auch die Bäckerei, war das Stichwort eigentlich. Wir mussten, das war im Konvikt so eingeteilt, jahrgangsweise waren immer irgendwelche Jahrgänge für irgendein Amt dran. Ich glaube, Klasse 8 musste immer das Brot holen von Feldtruppen. Nun denkt man aber nicht, dass dieses frische Brot, ich sag mal, gleich verteilt wurde oder auf den Tisch kam, sondern es musste erst mal 2 Tage in den Schrank.
Sonst aß man zu viel davon. Ja, die haben immer gesagt, das ist ungesund. Das war nicht ungesund, das wissen wir heute. Nur das war zu teuer, ja. das, weil wir dann mehr gegessen hätten. Das ist einfach so. Ja, war eine schöne Zeit damals, auch diese Einteilung. Übrigens, dieses Brot holen hatte natürlich auch was. So frisches Brot aus der Bäckerei holen hat natürlich auch so eine eigene, ich möchte fast sagen, so eine eigene Kultur. Nicht? Also das riecht ganz anders, als wenn man irgendwo heute so in so eine Bäckerei kommt. Das war ja früher, wir als Kinder, früher hat man nicht die großen Tüten mit Süßigkeiten. So einen Jagdpastillen kennen die meisten noch. Die haben wir da einzeln gekauft, auf dem Handrücken geklebt und abgelegt. Oh Gott. Oder man konnte zum Beispiel Waffelbruch kaufen. Das war alles, was kaputt ging. Das wurde dann eingepackt, haben wir dann 10 Pfennig oder so für bezahlt. Oder dieser Hundekuchen, das wurde aus Resten vom Kuchen. Das war alles, was wir uns als Kinder eventuell leisten konnten. Das war dann günstig. Mhm. Zeke hatte das auch mit diesem Waffelbruch. Oder Haumi-Blau. Die kleinen Kinder wurden dann hingeschickt mit 5 Pfennig. Kauft dir mal Haumi-Blau für 5 Pfennig. Ne? Was ist Haumi-Blau? Ja, das braucht man doch nicht übersetzen. Wirklich? Ist das? Ja, das haben die natürlich nicht gemacht, aber das heißt das natürlich. Die wollten sich Prügel abholen, aber okay. Das gab's, ja, das gab's. Das wurde so. Ja, Feldrupp war das da. Ich möchte dazu sagen, das kleine Haus mit dem Giebel nach hier hin, das war früher Holland Thü, hieß vor das. Unserer Zeit, ja. Und da konnte man Stoffe kaufen. Ja, das war vor unserer Zeit, das sagte ich ja. Ja, ich bin noch ein bisschen älter. Ja. Nein, das war Holland Thü und da konnte man Stoffe kaufen. Ja, das weiß ich auch so. Ne? Dann ein Bild, an das sich wahrscheinlich auch noch jeder erinnern kann. Das Gebäude ist von Heinrich Pohlmann 1967 gebaut worden. Da war ja lange Jahre da die Kreissparkasse und LBS drin. Und heute befindet sich da ja das Küchenstudio. Und da nochmal ein ähnliches Motiv. Und dann wären wir hier so weit, dass wir in die Pause starten können. Ne? Ja, ich übernehme mal. Das ist nämlich mein Stichwort. Vielleicht haben die ein oder anderen das hier schon gesehen. Wir haben eine wunderschöne Tasche hier heute Abend. Die dient nicht nur der Dekoration, sondern bekommt gleich auch eine Person von Ihnen geschenkt, unfreiwillig, aber dazu nach der Pause mehr. Wir haben bei uns im Publikum Josi Hötz. Josi, vielleicht magst du einmal aufstehen und Henning mit dem Mikrofon vielleicht mal eben hin? Nein, Henning will nicht. Josi, magst du einmal nach vorne kommen? Haben wir ein Mikrofon hier? Ja, wir haben ein Mikrofon, das von Arnold. Dann nehme ich das mal eben. Ja. Geht das? Weiter geht's nicht. Oh, ja, genau. Josi, magst du mal uns einmal erklären in Richtung Publikum, was es hier mit dieser Tasche auf sich hat? Oder mit den Taschen? Es gibt ja mehrere davon. Wir haben mehrere Taschen gemacht. Und zwar Sekunde, Mikro kommt. Ach so. Mikro kommt. Gut, dann nehme ich das wieder entgegen, Josi. Ja, war ein bisschen schwach. Ja. Das hinstellen. Also wir haben von der Kreisbildstelle durch Zufall haben wir ein riesengroßes Plakat bekommen von einer Ausstellung Emsländische Geschichte ab 1900 mit verschiedenen Motiven, mit verschiedenen Schriften und das wollten die wegschmeißen und dann schreie ich ja immer ganz laut Hallo, das will ich haben und dann haben wir aus diesem Plakat, also es ist noch nicht ganz verbraucht, sondern wir haben dann Taschen gemacht. Und diese Tasche, da wusste keiner so wirklich, was das ist. Und dann war durch Zufall, habe ich dann gedacht, ich frage den Herrn Warmes mal vom Heimatverein. Aber er konnte mir auch nicht helfen. Und daraus ist die Idee entstanden, dass wir das heute an diesem Abend einfach mal vorstellen und alle mal fragen, ob jemand weiß, was das Motiv ist. Kann man das sehen? Wir haben gerade schon gerätselt. Ich denke, dass das die Oberbergschule ist. Ganz sicher nicht. Also die Oberbergschule ist 1926 gleich zweigeschossig gebaut worden. Zeigst du vielleicht mal auch mal hier hin? Wir können es ja so machen, Andrea. In der Pause hat jeder Gelegenheit, hier vorne auch die Tasche sich noch anzusehen. Und wenn es jemanden gibt, der da weiterhelfen kann, dann wären wir auch vom Heimatverein dankbar. Also ja, das wäre ganz toll. Also dann könnten wir wissen, was wir da verarbeitet haben. Es gibt, Josi, diese Taschen auch, die können man erwerben bei dir im Geschäft Unikate. Ja, die ist bei uns Unikate, ne? Und Herzkleider. Wir haben mehrere davon gemacht.
Wir haben einige schon, wir hatten ganz spannende Sachen. Ich liebe halt auch alte Geschichte und deswegen verfolge ich das auch immer gerne. Und wir hatten dann Moorabbau und den strickenden Schäfer und wir hatten von Alugardinen und von Krone alte. Es waren alles ganz tolle Bilder, da haben wir Taschen schon verarbeitet und die meisten sind schon verkauft, aber einige haben wir noch im Geschäft. Prima, danke schön. Danke. Ja, also ich werde nach der Pause mal fragen, vielleicht kann sich jemand erinnern. Ich stelle die Tasche hier vorne hin, was das hier für ein Gebäude sein kann. Und Matthias, wie lange machen wir Pause? 10 Minuten. Ja, 10 Minuten, einmal zum Durchatmen. Sie können sich gerne Getränke nehmen. Wir haben auch Bücher, sagte Herr Hapel ja schon, zum Verkauf. Viel Spaß. So, aber ich habe ja versprochen, dass heute Abend jemand diese Tasche von Ihnen bekommt. Und ja, auch unfreiwillig, ob Sie wollen oder nicht. Schauen Sie doch bitte mal unter Ihren Sitz. Und wenn da ein Zettelchen klebt mit Gewinner, dann bekommen Sie diese Tasche. Dann kann man gleich die Stühle stellen. Jetzt? Das machen wir. Ja. Ja. Schauen Sie bitte noch mal unter Ihren Sitz. Auch die, die noch nicht geguckt haben. Wir haben einen Gewinner. Ja, das sind Sie. Kommen Sie mal bitte nach vorne. Sie dürfen sich die Tasche bei mir abholen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Tragen Sie die Tasche in Ehren, dass sie Sie hoffentlich an diesen Abend erinnert. Und kommen Sie dann auch wieder nächstes Jahr, bitte. Mach ich. Ja? Sie wussten auch nicht, wo das Foto nein, entstanden das ist, oder? Nein, so nicht. Nein, nein. Nee, okay. Aber ich kann mich ja mal erkunden. Na, herzlichen Glückwunsch. Das kann ich ja machen, ne? Ja. Dass ja. ich mich mal ja, ja. schlau mache. Okay. Gut, wir machen weiter im Verlauf, Matthias. Jawohl. Jetzt haben wir hier ein Foto aus der Zeit von vor 1913. Das ist, denke ich mal, interessant, auch welche kleinen Giebelhäuser da auf der linken Seite stehen. Das erste Gebäude von links ist das Gertrudenstift, was wir eben schon angesprochen hatten, ein Gasthaus für arme, unverheiratete Frauen. Das ist heute Teil der Verkehrsfläche. Dann kommt das Haus von Franz Schulte. Daneben das Haus Schnieders, später Gandras, das ist da, wo Tieck heute ihr Haus haben mit den Apartments. Daneben dann ein Haus Hus Augustin, da steht heute das Haus der sozialen Dienste. Und der letzte Giebel war dann die damalige Vikarie, Kirchenspeicher nannte sich das. Dort wurden wohl auch Getreide gelagert, Abgaben, die man an die Kirche zahlen musste. Und in 1913 ist dann die Vikarie neu gebaut worden. Und die sieht man jetzt hier auf dem Foto, da ist das letzte Gebäude abgebrochen. Und die Vikarie, so wie wir sie heute noch kennen, steht dann da oben zu erkennen, Spitze vom Giebel. Ein Foto, was vielleicht noch viele kennen. Hier lebt die Familie Gandras zuletzt. Kanntet ihr beiden, Martin und Joachim, auch Familie Gandras? Ja, das war ja direkte Nachbarschaft. Hatten die auch Kinder? Ja, ja. Drei Kinder. Marita. Paul und den jüngsten, weiß ich nicht. Von Paul ist schon tot. Und dann noch ein kleineres Mädchen. Das eine war so ein Nachkömmling. Dorothee wurde hier genannt. Dorothee auch. Ja, aber Junge kam dann auch noch. Ja. Ja. Leben die noch? Wissen Sie das? Wisst ihr das? Ja, die Marita lebt noch. Dorothee lebt in Osnabrück. Ach so. Bitte? Paul ist tot. Paul ist tot. Ja. Das jetzt. Ja, das stimmt. Darf ich da mal einhaken, vielleicht? Das ist jetzt ja die Vikarie.
Einmal Ruhe bitte im Publikum. Ja, also dieses große Gebäude ist die Vikarie. Und kann ich mich noch gut dran erinnern, da wohnte in dem rechten Giebel, zwei Giebel sieht man ja, in dem rechten Giebel, nach meinen Erinnerungen hatte da die Wohnung hatte der Herr Eberhard Kleinlosen. Und der Kleinlosen war Musiklehrer, Organist in St. Vitus und Musiklehrer an der Mittelschule. Und der Herr Kleinlosen, bei dem Herrn Kleinlosen, habe ich sehr gute und lange Erinnerungen dran, denn ich hatte bei ihm in diesem Haus 5 Jahre lang Klavierunterricht. Jede Woche einmal, das war immer super. Das war allerdings, muss ich dazu sagen, vom 1. bis zum 5. Schuljahr. Das heißt, gekommen bin ich irgendwo, ja, es waren dann halt zu der Zeit sowieso, wurde von ihm dann diese klassischen Stücke nachher bevorzugt. Da gekommen bin ich da, meinetwegen, gut, okay, hört sich jetzt groß an, Ludwig van Beethoven für Elise. Und dann, ist da heute noch was hängen geblieben, Martin? Es ist ganz viel hängen geblieben. Ich bin aber, seitdem ich verheiratet bin, wir haben das Klavier zwar mit rübergenommen, das war damals schon sehr alt und oft verstimmt, haben wir nachher verkauft für 100 Mark. Und da bin ich allerdings dann nicht mehr weitergekommen. Unsere Kinder, unsere Enkelkinder, beide, haben auch Klavierunterricht und die wissen das natürlich. Ich habe auch noch so einen Stapel Noten von mir da liegen. Opa, du musst auch wieder ein Klavier haben. Willst du dir nicht eins kaufen? Passt doch schön ins Wohnzimmer. Ich sag, ja. Also passt ins Wohnzimmer. So ein Klavier ist ja doch ziemlich groß und dann beherrscht dieses Klavier das ganze Zimmer bald. Nein, Opa, wir haben noch ein elektrisches, ein kleines, das kannst du dann nehmen. Aber da würden wir uns beide freuen, wenn du wieder anfangen würdest. Ja, vielleicht. Matthias, wir kriegen sicher noch Fotos von der Kreuztracht, oder nicht? Von der Kirche, von der Sicht? Die Kirche hatten wir schon, als wir über die Kuhstraße gesprochen haben. Genau, da will ich ganz kurz eben was dazu sagen. Vor der Kreuztracht, das war einfach Sandfeld. Entschuldigung, du meinst die Kreuztracht, ja. die Kreuzdarstellung, also nicht Karfreitagsprozession, sondern... Nee, jetzt die Kreuztracht, die da steht. Ja, die kommt noch, die kommt. Ja, und da wollte ich nämlich eben was zu sagen. Ja. Entschuldigung, habe ich missverstanden. Nee, ist in Ordnung. Hier ein Bild von 1986, da war das Haus der sozialen Dienste da in der Mitte, gerade ganz neu, ein Jahr alt. Und dann kommen wir zum Kirchplatz und da sieht man dann auch diese Kreuzigungsgruppe aus Sandstein. Joachim. Ja, also davor war ein Sandfeld, wie sich die Spiele geändert haben. So Mitte der 50er Jahre, Ende der 50er Jahre haben wir ein Spiel gespielt. Und zwar trug damals fast jeder ein sogenanntes Fahrtenmesser am Gürtel. Und das war einfach, jeder Junge musste so ein Ding haben. Wir waren im ND und Pfadfinder oder so. Dann haben wir da Felder abgetrennt und eigene so Länder aufgezeichnet. Und dann hieß das Spiel, Deutschland erklärt den Krieg gegen das und das Land. Dann wurde das Messer geworfen, wenn das stecken blieb, konnte man den Teil vereinnahmen. Ne? Und das zum einen. Und links von der Kirche, von der Kreuztracht, da ist heute noch die Heizungsanlage der Kirche. Das war der sogenannte Treffpunkt, auch für den Aufklärungsunterricht unter Gleichaltrigen oder wir Kleinen von den Größeren, wir haben es dann entsprechend weitergegeben, zu Hause passierte da ja nichts. Und da war eine, über dieser Heizungsanlage, das war mit Teerpappe bekleidet, war eine Fläche von ungefähr 50 Quadratmetern, da war unser Treff und der Domhofbande, da war nachmittags, da waren 20, 30 Kinder, da brauchte man sich nicht verabreden, da ging man einfach hin, weil sonst konnte man ja auch nirgends hingehen. Das muss sehr prägend gewesen sein. Bitte? Das muss sehr prägend gewesen sein, weil Hildegard Küper, erinnere ich mich, beim letzten Fotoabend auch über das Kriegsspiel berichtet hat und über den Treffpunkt am Domhof. Ja. Martin, du wolltest noch... Der Heizungskeller, ja, dann zur Weihnachtszeit war das eigentlich schon Tradition geworden, dass wir ja diese Klosskerle, die sogenannten Klosskerle bekamen. Die hatten ja immer so weiße Tonpfeifen. Yeah.
Und die, da waren wir ja immer scharf drauf. Und dann hat einer immer oder oftmals Torfmull mitgebracht. Das haben wir dann schön in die Pfeifen gestopft. Und die mit so einem Feuerzeug oder was. Oder Pfeffermünztee haben wir dann von unserer Mutter aus der Küche der Pfeffermünztee genommen und in diese Pfeifen. Oder früher wurde am Domhof, Mögen war damals Hausmeister, der fegte das, sein ganzes Laub hinten an so eine große Fläche, da trocknete das. Und da haben wir das klein gemacht und haben das Laub geraucht. Ne? Ja. Und zwar natürlich kotzübel, aber wir waren ja cool. Ne? Du auch wahrscheinlich. Was auch noch ein besonderer Sport war, da wir jetzt bei der Propsteikirche sind, den Kirchturm zu erkunden. Ja. Und beide Kirchenschiffe. Das war also gar nicht so einfach. Unten war zwar ein Treppenaufgang, der war aber immer abgeschlossen mit so einer schönen Holztür. Und so erfinderisch wie wir waren, sind wir dann durch Herrn, der wusste das allerdings nicht, durch Herrn Kleinlosens Orgel konnte man, also wo die Orgelpfeifen stehen, in der Mitte da, waren so kleine Brettchen durchgelegt, wo man dann ganz vorsichtig, denn wir wussten schon, dass wir nicht auf diese kleinen Orgelpfeifen treten durften, kam man dann rauf zu diesem Treppenaufgang und konnte dann oben bis zur Glocke und da war auch so ein großer Uhrenkasten, wo ein Schwungrad drin war. Das ging dann immer. Das war richtig unheimlich, wenn man da nur so fast alleine war. Klick, klack, klick und so weiter. Mhm. Und dann, ja gut, sind wir dann auch in diese Kirchenschiffe von oben übers sogenannte Gewölbe gelaufen. Das war auch sehr beeindruckend, denn da war nur ein ganz schmaler Holzstich drüber gelegt, in der Mitte über diese Gewölbe. Und das sind wirklich richtige Gewölbe, die so wie so Halbkugeln sind die. Und wenn man da also runterfällt, ja, ich weiß also nicht, was dann ich höre passiert, wohl, ihr hattet ne? damals keinen Spielplatz, sondern das war einfach rumgetrieben. Ja, ja, aber das war auch gefährlich. Propst Sträker, da war ich Kommunionkind und war auch in den Orgeln und wurde ich in der Messe genannt, dass ich da rumgeturnt hatte. Oh. Das war die Strafe. In der Kirche, in der Messe. Oh. Ich würde vorschlagen, wir machen einfach mal mit dem nächsten Bild weiter und gucken mal, was uns da noch für Anekdoten erwarten von genau, euch. Das betrifft auch den Kirchturm, nämlich als der zerstört wurde 1945, wurde er dann 1948 wieder aufgebaut und das ist der Steinmetz, der da einen Wasserspeier wieder rekonstruiert. Und da trafen sich dann auch wohl die ganzen Kinder aus der Kirchstraße und vom Domhof und konnten dann selbst auch ein bisschen Hand anlegen. Ja. Ach, schön. Ja. Wahrscheinlich. Das ist Frau Christel Ziegelmeier, heute Meersmeier. Ja. Mhm. Und dann kommen wir zur Domhofschule. Da wohnten damals zwei Familien drin. Ja. Eine Familie Schiester, die hatten zwei Jungs, der war Maurer. Die oben und die Familie Mögen, die hatten zwei oder drei Kinder. Das war ja der Hausmeister der Kirche. Die wohnten da. Und unten waren, wie gesagt, sowohl von der Kirche genutzt, als auch von Fritz Helmkamp für den Kinderchor. Ja. Und auch als Ausweichmöglichkeiten, weil die Schule damals teilweise so überfüllt war, dann wurden Klassen da auch genutzt. Ne? Ja, und was ich hauptsächlich, also wenn wir das Bild vielleicht noch mal kriegen können, weiß ich nicht. Da war unten auch die unterste rechte Reihe, das war eben so ein Saal. Ja. Da wurde immer das Pfarrkino gegeben. Ja. Und da haben wir immer ganz tolle Filme sehen können mit Fernandel. Ist der ja der Schauspieler. Ganz bekannt, dieser Pfarrer, der da alle möglichen Sachen auch gegen den Kommunismus verteidigte und was nicht alles. Ne? Aber das waren immer tolle Filme damals. Was war ist denn man doch da lieb, oben ne? unterm, was ist denn oben unterm Dach, da wo die beiden Fenster aufstehen im Giebel? Da wohnte die Familie Schiester, Flur. Ja. Allerdings, sie wohnten in dem hinteren Teil des Gebäudes. Nach hinten raus hatten die größere Fenster. Aber im obersten Stock, wo das Dach ist. Ne? Dann hier eine Mädchenklasse aus dem Jahr 1936. Keine Ahnung.
glaube nicht. Kannst du das sagen, Matthias? Ob der also vom Gesicht her würde ich fast sagen, hat er wohl eine gewisse Ähnlichkeit damit. Ne? Aber ich weiß nicht, wann ist er nach Meppen gekommen? Ist zu alt. Nein, das kann. Ja. Also wir diskutieren gerade darüber hier vorne, ob der Herr links im Bild vielleicht der Helmkamp ist. Bitte. Ja, Moment. Ja, also für mich als Kinderchormitglied damals ist das Fritz Helmkamp. Und ich habe nur gesagt, Fritz Helmkamp wurde ja auch von den Nazis strafversetzt nach Fehndorf. Und er ist damals immer noch mit dem Fahrrad zurückgekommen für die Chöre, für den Kirchenchor und so weiter, um es weiter leiten zu können. Ja. So, aber ist es jetzt Fritz Helmkamp oder nicht? Ich habe ja nur die Empfindung. Für mich, ja. vom Gesicht her ist es ja. das. Mhm. Weiß jemand was anderes? Oder wann ich war das? Ich sehe in grübelnde Gesichter. Ja, ich glaube, 636. diese Frage können wir heute Abend nicht beantworten. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Wieso? Das ist toll. Wissen wir schon, wann das Bild ist. Zu alt ist. Angeblich 36. Das Bild ist von 36. Ja. Das ist, Wilhelm, das, warum Zweifel bestehen. Ich will bestehen. Es nicht behaupten, wie gesagt, wenn jemand das weiß. Also ich weiß es nicht genau. Für mich ist das Gesicht, aber... Wir können es vermutlich nicht aufklären. Genau. Ich weiß nicht, ist der nicht um 1911 geboren? Dann muss es noch sehr jung gewesen sein. Ja, ich meine, dass er 1911 geboren ist. Wobei, der war, glaube ich, erst im Osnabrücker Land irgendwo auch als Lehrer tätig. Daher kommt er. Hier noch ein Foto von 1974. Das war dann kurz vor dem Abbruch. Das Gebäude ist dann irgendwie 1974, 1975 abgebrochen worden. Und dann begann ja der Neubau des Gemeindehauses. Und dann wurde die Verbindungsstraße da ja auch neu gestaltet. Das ist heute noch da, ja. Und das Gemeindehaus ist dann 2013 nochmal modernisiert worden. So kennen wir das heute. Matthias, kannst du noch mal ein Bild zurückgehen? Da war links im Bild wieder das Haus von Ganras. Das lässt mir keine Ruhe. Warum ist das so schmal? Oder empfinde ich das nur so? Es ist schmal, oder nicht? Die Häuser waren viele Häuser alle so schmal. Waren die alle so schmal? Ja, das mittelalterliche Grundstücke. Die waren früher ganz schmal. Lag es an der Grundstücksgröße oder hat man bewusst diese schmale Bauform gewählt? Die Grundstücksgröße hatte man wahrscheinlich gar nicht, sonst hätte man die Straße gar nicht mehr bauen können. Die hatten nach links und genau, die hatten nach links und rechts hatten die nicht das Grundstück. Die hatten nach links und rechts gar nichts, nur nach hinten raus zur Ludmillenstraße. Ja, im Grunde genommen gab es ja schon im Mittelalter eine geschlossene Bebauung in der Altstadt. Ja. Da waren die Häuser dicht an dicht immer gebaut. Da gab es einen schmalen Kuhgang immer zwischen den einzelnen Gebäuden. Der war aber nicht mal meterbreit unbedingt und dann boten die Parzellen einfach nicht mehr Platz. Da musste man schmal und lang bauen. Ja, vermutlich musste man ja auch zur Eigenversorgung den Garten noch gebrauchen. Ja, das waren sogenannte Ackerbürgerhäuser, zum großen Teil. So, dann kommen wir zu weiteren Ackerbürgerhäusern, nämlich hier anschließend an die Altstadtschule haben wir dort erstmal ein Wohnhaus von einem Schuhmacher Wester. Dann kommt eine Scheune, die keine Fenster hat. Das ist nur hier unten ein großes Scheunentor halt. Das gehörte einer Familie Hemmen, später auch mal kurzzeitig Höckerschmidt. Und dann folgte das Gebäude von Heinrich und Maria Voss. Die verkauften Holzgegenstände, Sauerkrautfässer und Löffel und aus Holz. Und das letzte Gebäude ist dann Heinrich Schulte Zimmermann. Das letzte, was nur halb zu sehen ist? Ja. Oder das davor? Nee, das angeschnittene Gebäude müsste das sein. Ja. Das kommt gleich nochmal besser zu sehen. Das ist aber vor dem Umbau natürlich, was dann irgendwie später ja nochmal erfolgt ist. Entschuldigung, mein Opa hat das Haus gebaut, 1911 ist das neu gebaut. Ja, und dieses Foto müsste also davor sein. Dieses Foto mit der Hochzeit ist von 1906. Doch, das ist wohl richtig. Aber was man da sieht, hat er nicht gebaut. Das ist nachträglich neu gebaut worden. Da kommen wir gleich ja auch noch zu, dass wir dann die neue Ansicht haben. Und da haben wir noch mal diese Scheune Hemmen und das Gebäude von Voss.
auch so schmal, genau. Hier ist dieses Wohnhaus von Wester schon abgebrochen worden. Und dann steht da jetzt diese Mauer hinter dem Schulgebäude. Und hier, ja. Und hier ist jetzt auch die Scheune abgebrochen. Und das ist dann dein Elternhaus hier, ne? Das hier. Na? Nein, das nicht. Nee, die springen. Das, wo das Auto da steht. Ja. Dahinter. Der hatte so schöne Verzierungen an der Seite mit Ornamentik. Dann dieser Eingang ist auch, wenn man das jetzt in Farbe hätte, sieht das eigentlich ganz schön, schöner aus. Da links, ja. Das ist also das linke Haus in dem Fall. Das nannten die Portölken, ein kleines Portal, der Eingang. Der ist also auch nochmal besonders verziert. Dann das Dach ist auch besonders. Das ist ein unterteiltes Walmdach. Da ist so eine weiße Linie, das ist Holz. Und oben ist das im Dachgeschoss außen mit Holz verkleidet, war auch immer sehr schön farbig angestrichen. Nicht? Also da fehlt irgendwo die Frische, dass man die Farbe da nicht sehen kann. Matthias, wir brauchen Farbbilder. Ja, ich glaube, da kommen gleich noch Farbfotos. Und übrigens habe ich das Haus jetzt gesehen, das wird in Ehren gehalten, ein Bild, was aussieht wie ein Gemälde, ist aber ein Foto. Das hängt jetzt im Geschäft, in diesem Niehoff-Geschäft, was da jetzt steht. Mhm. Und da hat meine Tochter das zufällig gesehen und gesagt, oh, mein Vater hat bald Geburtstag, der wird 70. Der wird sich riesig freuen, ob sie das mal ausleihen könnte für eine Kopie. Und diese Kopie, die hängt jetzt ehrenvoll bei uns im Wohnzimmer. Und das fand ich ganz toll. Sieht auch richtig schön aus. Ja. Hier ein Foto von 1936. Ob das Fronleichnam war oder die Kreuzacht am Karfreitag, weiß ich nicht. Kann man nicht so ganz genau erkennen. Vermutlich Karfreitag eher. Ne? Da scheint ein Trauerflor zu hängen an den Bannern. Da sieht man neuen Holzgiebel doch ganz besser auf diesem Foto. Ne? Mhm. Da haben wir links das Haus, wo früher wohl mal eine Frau Ahrens, Wilhelmine Ahrens, Hebamme gewohnt hat. Ja. Und ja. Später dann und aktuell ja noch dann Hans Bax. Ja. Ja, genau. Die Hebamme Ahrens, sie hatte ein ganz besonderes Mobil, nämlich war das ein Fahrrad mit Hilfsmotor, mit dem sie immer unterwegs war. Meinst du ein E-Bike? Nein, fast. Das war damals also ein Benzinmotor, ganz zu Anfang der Motorisierung. Ah, ja. Irgendwie. Ja, nee, das war in den 50er Jahren noch. Da fuhr sie dann ihre Patienten mit ab. Zu ihren Patienten. Das war aber mit Frontantrieb noch. Das kann sein. Ich meine, das wäre hinter Frontantrieb. Und daneben ist dann das Eckgebäude, was zum Bild hin ist. Das gehörte früher einer Familie Kohen. Kohnen, ja. Ne, das war ein jüdischer Viehhändler. Ja. Die vier Kinder konnten auswandern noch rechtzeitig. Ja. Die Eltern sind dann im KZ umgebracht worden. Darf ich mal eben was dazu sagen? Da waren unsere Eltern, beziehungsweise mein Vater, sehr sogar befreundet mit dem einen Sohn. Christa, weißt du noch, wie der heißt? Der kam aus Brasilien, ist da irgendwo in einer höheren Familie als Butler angestellt. Und der hatte uns mehrfach noch Besuch. Haben wir dann immer, wenn der dann kam, hat er erzählt. Unser Vater erzählte immer, wenn er dann da hingegangen ist, ich weiß nicht, ob das Samstag war, das war immer so toll, sagt er, da gab es dann so ein besonderes Brot. Das war süß und das hieß Matze. Matzebrot. Oh, das fand er immer so toll. Und nachher hat dieses Haus gekauft Werner Menne. Genau. So ist es. Dann mal ein paar Kinder aus der Kirchstraße. Wenn ich da richtig informiert bin, müsste das links Renate Bildstein sein. Oh. Ja.
Dann daneben Christel Ziegelmeier, die Fotos auch zur Verfügung gestellt hat. Ja. Und dann müsste das Heinz Schulte sein. Genau, das ist mein ältester Bruder. Und daneben dann Gisela Bildstein. Ja, genau, die waren zusammen. Und das Bild ist 1944 aufgenommen worden. Matthias, die waren ja nachher bei uns an der Hartebrink-Schule, ne? Genau, die waren, das waren ja Zwillinge und die waren beide Lehrerinnen und die waren an der Altstadtschule. Christel Ziegelmeier ist ja auch. Und der Vater war auch Malermeister, genau wie mein Vater. Ja. Ne? Genau. Die wohnten gegenüber bei euch. Gegenüber von uns. Genau, zu den Häusern kommen wir gleich auch noch. Wir wandern noch. Jetzt kommt noch ein Foto vom Wochenmarkt. Und jetzt könnte man möglicherweise noch auf Frösche zu sprechen kommen. Ja, da bitte ich drum. Ja, das ist vielleicht, ja, das kommt mir noch später vor. Und zwar, ich kann mich erinnern, ja, das muss wirklich so 55 gewinnen, da war Cox Eduard, weiß nicht, wer den Namen noch kennt, der wohnte in der Altenburg. Ja. Und er hatte Vieh. Ne? Vieh gab es ja auch in der Kuhstraße noch, bei Förster im Haus selbst. Ja. Da war auch das kleinste Schaufenster Meppens, das hatten, da war ein Holzschuhpaar drin übrigens nur. Und hier, die hatten wie gesagt noch, da wurden noch lebende Tiere geschlachtet. Kann ich mich daran erinnern, ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe, aber da wurden noch, genauso wie das in nordafrikanischen Staaten noch ist, wo die Hühner noch angebunden haben am Gürtel so ungefähr, die wurden da an Ort und Stelle geschlachtet, auch die Enten und so weiter. Die haben auch Lämmer mitgenommen dahin und jetzt noch mal zu den Fröschen und Mäusen. Die wurden verfüttert. Teilweise hatten die auch Schlangen mit. Und für die Schlangen haben die verfüttert. Und was wir nicht verwenden konnten, was die uns nicht abkaufen, haben natürlich zurückgesetzt, wie sich das gehört, in den Stadtgraben. Wobei wir dann immer erwischt wurden, weil uns kannte ja zu der Zeit jede in der Stadt, ja, war eine kleine Stadt, die 15.000 Einwohner haben, in der Stadt wohnten vielleicht 300 oder so. Also wir konnten uns nichts erlauben, uns kannte jeder. Ne? Und darum sind wir auch so brav geblieben. Ja. Ob wir das jetzt glauben können, das lassen wir so stehen. Natürlich. Ich erzähle nur die Wahrheit. Ja. Bestimmt. Genau. Bestimmt. Ah ja, da sieht man euer Haus auch nochmal ganz deutlich. Und Martin, euer ist auch. Ja. Das war schon nach dem Umbau, wo wir größere Fenster kriegten. Ne, aber wurde ja noch als Malergeschäft. Und als dann später Jute sich ansiedelte, die ungefähr das gleiche Warensortiment hatten, da hat sich das dann für uns nicht mehr gelohnt. Und wie gesagt, der Handwerksbetrieb war ja so das Hauptstandbein, vor allen Dingen in der Zeit später. Und dann, mein Vater konnte das auch nicht weiterführen, das hat dann ja auch meine Schwägerin und mein Bruder weitergeführt. Aber wie gesagt, die haben sich dann mehr den Schwerpunkt aufs Handwerk verlegt. Und wir hatten zu der damaligen Zeit schon ein Grundstück an der Schwefinger Straße, wo eine Halle drauf stand. Und von daher, da wurde dann eigentlich der Betrieb weitergeleitet. Mhm. Mein Vater ab 73 konnte der in dem Haus auch nicht mehr wohnen. Mit dem Schlaganfall konnte er die Treppen nicht mehr gehen. Und wir haben das Haus damals erworben, was ich umgebaut habe, wo wir jetzt wohnen mit meiner Familie. Eins möchte ich doch vielleicht auch noch dazu sagen. Hier vorne rechts das Auto mit den Chrom-Kotflügeln. So viel ich weiß, ist das ein 1700er Opel. Es ist ein Ford. Der gehörte. Dann ist er das nicht. Aber ich meine immer noch, das ist ein Opel. Ford 17M. Ja, okay. Ne, da will ich nicht so sagen. Da spricht der Kenner. Ein anderes Auto ist auch noch interessant. Wenn man in die Kirchstraße reinguckt, kann man da hinten einen Lastwagen erkennen. Da steht oben dran Albrecht. Ja. Das war die Anlieferung vom Aldi. Ja. Albrecht Discount. Ja. Aber da wandern wir jetzt auch noch hin. Da nochmal wieder eine ähnliche Ansicht. Auf der Ecke Kiesstraße, Bült, haben wir dann das Haus, wo lange Jungfermann ja das Sanitätshaus betrieben hat. Daneben das Haus, wo dann die Zwillinge Bildstein ja mit ihrer Familie gelebt haben. Und daneben dann das Haus Kamp Ziegelmeier. Meersmeier, genau. Wenn ich noch was sagen darf zu dem Haus, was rechts von dem Bild ist, wo du gerade sagtest, dass da ist ja jetzt dieses Café. Das Café drin. Da war ganz früher war das Nähmaschinengeschäft
Und auf der anderen Seite, da wohnte ein ungefähr 30-Jähriger, ich weiß den Namen, will ich jetzt aber nicht nennen, das war der Anführer unserer Bande, obwohl der schon 30 Jahre alt war. Und der hat sich an diese Frau rangemacht, die war damals bestimmt 10, 15 Jahre älter als er, von dem Nähmaschinengeschäft. Und die waren irgendwann verschwunden. Und aus diesem Ladengeschäft, da ist dann Ösau reingezogen mit dem Zoogeschäft. Ich weiß noch, vor allen Dingen für die Angler, mein Vater, der holte da immer Karauschen als Köderfisch in Ermangelung, Rotaugen oder so, weil er da auch die Zeit nicht zu hat. Und dann ging es dann mit zwei Freunden immer nach Schwefing-Farlow zum Angeln. Aber wie gesagt, nach Ösau und dann nach Jungfermann. Das kam erst später. Und auf der anderen Seite, da war ja das Waffengeschäft Swobo da jahrelang drin, ne? Bis die sich dann auch getrennt haben, er nach Lingen ging und die Frau das zeitweise auch alleine geführt hat. Martin? In dem ersten von Joachim beschriebenen Haus, da auf der Ecke, wo unten dieses Geschäft drin ist, da oben wohnte eine Familie Anton Nass. Der war Architekt. Da fällt mir jetzt was ein, das war 1963, da ist seine Frau vom Hölting aus Königin gewesen, mit Pohlmanns Heinrich zusammen. Und der Mann, der Anton, der war dann in dem Jahr, das nennt sich im Hölting Biesterfelder, der war dann alleine, also das Paar war dann ja weg, seine Frau und der Pohlmanns Heinrich. Und der war aber so begeistert vom Hölting und dass sie Königin geworden ist, der hing dann an diesem ersten Fenster, was da oben ist, hing so ein riesen Lautsprecher für 3 Tage. Wo die, ich glaube, da hatten die Kränzen zu der Zeit, das nennt sich Kränzen, dann kommt der ganze Verein dahin. Und dann sollte der ganze Domhof damit beschallt werden, damit die Anwohner, die Nachbarn auch was davon haben und er sich so freut, dass seine Frau Traudel, hieß sie, glaube ich, Hölting-Königin geworden war. In dem Jahr waren meine Eltern mit auf dem Thron, das weiß ich noch. Ja. Da war natürlich bei uns auch Jubeltrubel ein ganzes Jahr lang, ob mein Vater nie eine Uniform angezogen hat nach dem Krieg. Der hatte sein Hütchen immer auf, aber meistens war das montags weg. Irgendwann kam es irgendwo liegen gelassen. Aber das war muss ein wildes Jahr geworden. Ich hatte da auch noch ein Foto eingereicht, vielleicht, wo die auf dem Bild eben dieser besagte Thron gerade rauskommen, wo ein Frühschoppen gehalten haben. Da. Aber das Foto soll wohl nicht dabei sein. In diesem Zusammenhang, Joachim, kann ich auch sagen, dass nach meinen Erinnerungen, ich weiß nicht, wie alt ich da war, doch, 63 war ich 13, 14 Jahre alt, da ist nach meiner Überzeugung zum ersten Mal das sogenannte Bild-Schützenfest gefeiert worden. Und zwar hat das wohl gegründet eben der Heinrich Pohlmann in der Hauptsache. Das war also ein Schützenfest neben dem Hölting-Schützenfest. Er war natürlich auch begeisterter Höltinger, aber das war ein nebenlaufendes Schützenfest. Und, bitte? Ja, ein Tag. Und zwar sind die Männer dann im ganzen Umzug auch vor diesem Haus hergezogen, über den ganzen Domhof vor dem Haus, nach zum Bült hin. Deswegen heißt das ja Bült-Schützenfest. Und dann hatten die keine Musikinstrumente, sondern, das weiß ich nun ganz genau, das ist nicht gesponnen. Der eine hatte einen Kochtopf, wo er mit einem Kochlöffel drauf hatte. Der andere hatte 2 Pottdeckel wirklich in der Hand und dann haben die da so einen Marsch gemacht. Da nahmen auch viele, ich weiß nicht, warum das war, jetzt habe ich Hans gerade gesehen, ob das wirklich den Tatsachen entspricht, dass die damals so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten hatten mit dem Haupthölting-Verein und die das aus Protest irgendwie so ein bisschen aufgezogen haben. Da ist dann auch dieses Lied entstanden, das wird heute auch noch immer gern gesungen, wir wollen, wir wollen, wir wollen, ja nur ein einzig Mal, dem Bullen, dem Bullen, dem Bullen, dem Bullen den Hals abschneiden. Ritsch, ratsch. Das ist damals, glaube ich, entstanden aufgrund hier von Pohlmanns Heinrich, der eben dann mit einer
Kuhkette da aufgetreten war. Also auch hier gibt es wieder eine ganze Menge zu erzählen. Ich höre es schon, es ist sehr interessant. Wir gucken mal, was es für Geschichten hinter den anderen Bildern gibt. Ja, ich denke, wir haben noch. Ja, das sind schon wieder neuere Bilder. Da ist das Haus Bax in der heutigen Form. Da war lange Zeit eine Spielhalle unten drin. So kennt man es ja heute. Da ist schon eine andere Beschriftung an eurem Elternhaus, Joachim. Ja, da ist der Papp. So, und da haben wir wieder einen Zeitsprung ganz weit zurück. Das muss vor 1905 gewesen sein, weil nämlich 1905 sind etliche Häuser in der Kirchstraße abgebrannt. Die sahen alle so ähnlich aus, wie das Haus Beken heute noch aussieht. Und bis in Bült rein sind also mehrere Häuser dann abgebrannt. Hier links das angeschnittene Haus, das war früher mal ein Schuhmacher Jeckel, wo dann eben später Nass drin war. Dann das Haus, was dann daneben war, was man also fast vollständig erkennen kann, das war dann das Haus Diers, was später Bildstein wurde. Und ja, das Tapetenhaus Biermann. Und hier haben wir ein Foto von Kamp, vom Haus Kamp. Das war auch vor 1905 ist das aufgenommen worden. Rechts sieht man das Haus von Merkens, ja, was heute ja noch erhalten ist, wo der Eingang zum Ratssaal, das, ja, Foyer, ja, ist. Da haben wir dann die Ansicht nach dem Wiederaufbau, nach dem Brand 1905 sind also die Giebel dort also sehr ja, ansprechend wieder errichtet worden und auch dann ein bisschen höher. Da haben wir 2,5-geschossige Bauweise. Da sieht man dann eben das Eckgebäude dort, was dann Jeckel war und dann Diers und Kamp und dahinter dann wieder Merkens. Darf ich noch mal einmal ganz kurz was, das, weil das nämlich auch ganz toll in die Historie reinspielt. Diese linken drei Häuser. Die so identisch die, aussehen. Ja, die identisch aussehen. Die sind im Krieg damals durch Bomben total zerstört worden. Ich komme da direkt jetzt zum. Und da sind auch welche zu Tode gekommen. Ja, und zwar sind aus einer Familie drei Personen also an diesem Tag, ja, verunglückt, also ganz tragisch, ja, von der Familie Diers. Ja, Diers. Das war Bildstein, Diers. Am 7. April 1945, das war der, ja, letzte Tag des Krieges in Meppen. Ja. Ich glaube, am 8. war dann die Kapitulation für Meppen, für den, ja, Raum. Ja. Und dort sind also Bomben in dem Bereich niedergegangen, sind also mehrere Häuser zerstört wurden. Es gab also aus einer Familie drei Kinder. Tote. Kinder. Ja, wobei die waren schon erwachsen. Das waren Geschwister, drei Geschwister, also, die aber schon damals erwachsen waren. Und das Tragische war noch, dass, glaube ich, der Sohn lebte in Dortmund und, ja, war aus Dortmund nach Hause gekommen, um den Gefahren des Krieges zu entgehen, die natürlich im Ruhrgebiet, mhm, weitaus größer waren als im Emsland. Mhm. Ja. Und das ist dann schon wieder in der Nachkriegszeit der Neubau der Familie Kamp, 1948 wieder aufgebaut. Und Frau Meersmeier, Christel Meersmeier, machte mich dann noch darauf aufmerksam, dass sie damals auch nicht mal Geld hatten, um eine richtige Eingangstür zu kaufen, sondern wurde aus Brettern improvisiert und erstmal so eine Haustür dort, ja, eingesetzt, die dann irgendwo ihre Funktion halbwegs erfüllen konnte. Ja, das ist die Anlegung der Fußgängerzone 1978. Die Gebäude haben wir alle schon besprochen. Und hier haben wir nochmal einen Blick auf das Haus Merkens in der Mitte, neben dem schönen Haus mit dem Balkon. Hier, so wie man es auch noch sicherlich in Erinnerung hat, da war lange Zeit ja auch dann, nachdem der Korbmacher raus war, so ein Modegeschäft drin. Und daneben sieht man schon den Neubau, wo dann der erste Aldi in Meppen eröffnet wurde. Ganz lange Schlecker. Und dann ganz lange dann Schlecker da auch drin war. Und das Haus von Merkens ist dann ja verkauft worden und ist dann umfangreich saniert worden. Hier sieht man die Sanierungsarbeiten. Da war dann also das Gebäude, wo Schlecker drin war, auch schon abgebrochen. Und von dem Haus von Merkens ist auch gar nicht so viel stehen geblieben. Der Giebel
Und sonst ist viel auch rekonstruiert worden, weil es einfach abgängig war. Das ist ein Foto aus dem Jahr 2007. Aber nicht erhalten worden, ja. Interessant war der Gang dahin, hinten zu der Korbflechterei. Da war der Opa, der hatte hinten seine Werkstatt, die sich anschloss an Vollmer, der das auch nachher gekauft hat, Martin Vollmer. Und rechts, die haben alle sehr beengt gewohnt. Es war auch mehrere Etagen. Ja. Unten war eine Küche, ne, und eine Treppe ging man hoch und da war eigentlich der Raum, in dem sie sich aufgehalten haben, wenn sie nicht in der Küche waren. Ne? Und in dem Gang befand sich auch noch eine riesige Wanne, wo die aus der Marsch die Weiden geholt haben zum Korbflechten. Und die kamen in diese Wasserwanne, damit die schön geschmeidig wurden. Ne? Ja. Und der Gang, der da links war, der ist ja heute von der Struktur ja noch erhalten. Ja. Das ist der Eingang jetzt zum Foyer. Und dann kann man ja auch gerade außer so durchgehen. Und sogar oben die Balken sind wieder genau so hergestellt worden, wie es früher auch wohl mal war. Ja. Mhm. Das muss also Schlachter, Vollmer oder Pohlmann gewesen sein? Ja, einer von beiden. Einer von beiden. Heinrich war ein bisschen kleiner, also konnte das eigentlich nicht gewesen sein. Von das Martin sieht das doch bald aus. Ja, er Martin. Der war ein großer Mann. Aber das müsste in der Kirchstraße aufgenommen worden sein, also rechts das Gebäude, das ist das Haus Vollmer-Pohlmann, was dann bis zum Markt durchgeht. Ja, dann war das... Wo das Kulturbüro heute drin ist. Dann war das wohl nicht Vollmers Martin. Ja, aber auch nicht Heinrich. Und dann gab es noch einen Feuerwehreinsatz. Hat sich nicht geräuspert. Ja, da sieht man die Fleischerei auch noch, diese, die Fenster, ne? Und, Glasbausteine. Und hinter dem Feuerwehrauto ist das Wohnhaus der Familie Heenkamp. Da wohnten vier, ne? Ja. Vier hießen die. Karl vier. Karl und Klaus. Der Klaus, der hatte als erster nach dem Krieg so einen kleinen Fiat 500. Neu. Oh, ein Prinz. NSU-Prinz. Was meinst du? Rennwagen. Das erste Auto. Das war links? Das war so damals der gefragte Wagen, um Rennen zu fahren hier so. Ja. So. Konnte man schön umbauen, eben ein bisschen flott machen. Der war sehr beliebt, der Wagen. Das war in der Zeit, glaube ich, wo der Aldi-Markt da in dem Gebäude war. Man kann so ganz schwach Albrecht erkennen, meine ich. Gucken, rechts kann man noch das Bestattungsschild von Louis sehen. Weiß Louis man, wann, Matthias, weiß man, wann der Aldi gebaut wurde oder wann der... Also um 1970 rum wurde dieses Gebäude errichtet vom Pohlmann. Also ich weiß wohl, dass wir also vom Internat, also eher von der Schule, vom Internat nicht. Muss ein bisschen näher rannehmen. Ich weiß, funktioniert das? Ja. Ja. Oder doch oder nicht? Na, ist egal. Ich weiß nur, dass wir, ich sag mal, dort auch häufig als Jungs einkauften. Also das muss also irgendwo auch schon Mitte der 70er Jahre dann irgendwo da gewesen sein. Matthias, wann kam der Wechsel von Aldi zu Schlecker? Weißt du das? Das müsste Ende der 70er Jahre gewesen sein. Mhm. Die haben damals noch, Klosterhus haben damals noch Kinderwagen verkauft. Das war an der Schaufenster da. Ne? Ja. Der Schlecker. Da ist der Schlecker drin und oben Modissa. Die hatten ja das Erdgeschoss am Markt. Ja. Dann konnte man da ja so durchgehen. Und hier noch ein etwas neueres Bild von 2006. Und dann kurz danach ist das Gebäude ja abgebrochen worden und heute befindet sich da der Ratssaal. Hier nochmal ein Blick in die Kirchstraße, wie es wahrscheinlich die meisten noch kennen. Und dann kommen wir jetzt zur gegenüberliegenden Seite der Kirchstraße. Da gibt es kaum Fotos von, komischerweise. Wenn man jetzt mal vom Haus Deken aus jetzt hier guckt, daneben ist das Haus Fuller Schäfer. Mhm. Dann deutlich niedriger ein Haus der Familie Meier. Dann kommt ein Stallgebäude und dann kommt der Malermeister Hunfeld wohl. Also der war zumindest mal irgendwie in den 1930er Jahren lebte der da. Und dann kommt das Stadthaus, Fagedes Haus. Jetzt mal runter, das Haus Deken. Hatten wir gerade schon mehrfach. Da stehe ich auch mit auf dem Boot. Das war unser erstes Auto. Das war ein Lloyd. Ganz stolz waren wir da drauf, das weiß ich noch. Ja. Du bist der Kleine? Nee, ich bin der Große. Ach, guck. Das war mein Vater. Ja. Mit dem Lloyd gerade neu. Mhm. Ja.
Gar nicht schlecht. Wer ist das? Das ist mein älterer Bruder. Ach so. Das ist Wille. Willi? Willi, ja. Ja. Oh. Ochse? Das Haus ist, das Foto ist nicht nur interessant wegen der Tiere da drauf mit den gewaltigen Hörnern, sondern auch, weil das die einzige Aufnahme ist, glaube ich, wo man mal richtig die Gebäude da auf der Seite der Kiesstraße erkennen kann. Also uns ist im Archiv leider kein Foto bekannt von der anderen Seite, wo man das besser drauf sehen könnte. Also es ist ein Aufruf von Matthias. Wenn jemand noch ein älteres Foto von der Seite hätte, wäre es hilfreich. Ja, wäre sehr hilfreich. Und dann ein Foto aus dem Garten von Meyers. Da auf dem Foto soll drauf sein, Frau Gustemeier, wie sie gerade Johannisbeeren an die Nachbarskinder verteilt. Ich weiß nicht, ob die Insider sich da noch dran erinnern können, dass da noch ein ganz kleiner Garten auch war. Und Meyers hatten früher auch wohl dann zur Gymnasialstraße hin noch immer so eine Grotte aufgestellt zu Frohnleichnam. Ja, schön. Schade, dass das nicht in Farbe ist. Da nochmal ein Luftbild, ungefähr ja, vor 1970 ungefähr, ja. Von dem Bereich. Das Stadthaus von hinten. Mhm. Damals gab es noch diesen eingeschossigen Anbau, der ist dann ja Ende der 1980er Jahre abgebrochen worden. 1907 ist er am Markt von seiner ersten Praxis praktisch rübergezogen worden, das Kebabhaus ist. Und ist dann, nachdem er geheiratet hatte, Peter Möller, Hedwig Peter Möller, ist er dann ins Stadthaus gezogen, weil junge, beginnende, in Meppen beginnende Arztfamilien dort unterkommen konnten. Das war Nachlass von Dr. Fagedes, dass also junge Arztfamilien da unterkommen sollten. Und also meine Tante, Frau Prieshoff, Frau Heid und Frau Kamp und mein Vater sind alle dort geboren. Alles Hausgeburten? Alles, ja klar. Ne? Opa war Geburtshelfer. Und Uropa genauso. Und 1924 sind die in die Emmstraße gezogen, da ist mein Urgroßvater gestorben und haben dann in der Emmstraße das Haus übernommen und haben dann weiter dort praktiziert. Und im Anschluss an meinen Großvater ist Dr. Veneri dort eingezogen und dort ist die, da ist auch die Mutter von Dr. Blanke geboren. Anschließend ist das Haus wohl voll in die Stadt übergegangen. Ja, apropos Stadt. Hier sehen wir ein Foto aus dem Jahr 1978. Dieses moderne Bürogebäude aus dem Jahr 1961, 62 ist inzwischen ja auch schon wieder Geschichte. Nicht schade drum. Hier nochmal ein Blick in die Kirchstraße. Vor dem Ausbau der Fußgängerzone war natürlich eine Einbahnstraße so eng, wie das da war. Ja, da nochmal dieses Stadthaus und rechts das Haus Pohlmann. Und dann, damit kommen wir dann zum letzten Straßenabschnitt, zum Bild. Und der ist auch ganz kurz, dann sind wir nämlich auch gleich durch. Vom Bild gibt es auch nicht allzu viele Bilder. Da haben wir einen Blick in dem Bild und zwar mit einem Storchnest. Das Gebäude befand sich wohl da, wo sich heute das frühere Schlachthaus Vollmer befindet. Also auf der Seite, wo das renovierte Gebäude Schlachthaus Vollmer steht. Das war wohl früher ein Mehrfamilienhaus. Und das ist auch 1905 mit abgebrannt bei dem großen Brand in der Ecke. Und in dem Gebäude rechts davor, in dem Eckgebäude, das gehörte damals einer Familie Jeckel. Und dahinter, wo man den, ja, nur das Dach von sieht, das gehörte schon damals der Familie Vollmer. Und hier sehen wir dann auch das Schlachthaus von Vollmer, wie es früher mal ausgesehen hat. Und links daran anschließend das Geschäftshaus Vollmer. Und dann nochmal auf die andere Seite. Dann Bild. Haben, Bild.
Dann haben wir die Rückseite vom Haus Menne-Kohn. Ja. Und da werden gerade Briketts angeliefert bei Kellersmanns Lehnchen, also in die Gaststätte. Früher noch Mieke, ne? Mhm. Kellersmann Mieke, das kennen die meisten sicher noch. Mhm. Und dann noch mal von der Gaststätte Kellersmann. Mhm. Darf ich noch mal was einwerfen? Ich weiß nicht, ob das auch an mangelnden Fotos liegt. Das, wo heute die Durchfahrtsstraße ist, zwischen der Bücherei und dem ehemaligen Haus Schulte, da war ja Höckerschmidt eine Schmiede. Ja. Also wenn sich was in der Altstadt abspielte, dann war das da. Ja. Das war ein ganz großes Grundstück. Da wurden noch Pferde beschlagen. Ja. Da holte man seinen Schrott her und hat das wieder zum anderen Schrotthändler Hudi in der Burgstraße gebracht. Genau, das verkauft. Hatten wir beim letzten Fotostreifzug vor einem Jahr. Also um die Burgstraße. Da hatten wir das hier auch als Thema. So. Und da war eben auch das Feedback aus dem Publikum, dass das der Dreh- und Angelpunkt gewesen da war. Da spielte sich sehr viel ab. Da. Deswegen wundert mich, dass das jetzt da hier brannte noch die sogenannte Esse, das Feuer, wo da geschmiedet wurde. Genau. Und wo die mit dem Hammer, die starken Männer, das da richtig formten. Ja, es gab ja auch noch Pferde. Ne? Also da kann sich die meisten noch erinnern. Zum Beispiel Lampe, der hat ja alles Sand und so transportiert mit seinem, sind wir mal aufgesprungen als Kinder mit seinem Pferdewagen. Und natürlich hier der Milchwagen links und rechts, dann wurde gepumpt. Ne? Und dann die Kanne drunter gehalten. Der war ja früher auch mit dem Pferdewagen unterwegs. Ne? Ja, und die wurden da beschlagen, die Pferde. Ne? In der Schmiede Höckerschmidt hat mein Vater gelernt und hat auch früher die Pferde da beschlagen. Und wenn ein Pferd nicht besonders stehen wollte, dann haben sie immer meinen Vater denn gerufen, dass das Pferd nicht stehen will. Der griff dann ins Maul, hat die Zunge gezogen und dann blieb das Pferd stehen. Ja, genau. Das ist von meinem Vater erzählt und das ist wahr. Ja. Und bei Kellersmanns Mia, an der anderen Seite ist ja im Sack das Haus Eggern, wo eine Tischlerei oder so war. Eggern-Helm. Und Eggern-Helm, der ging dann immer nach Mia zwischendurch einen trinken. Ja. Oh, gerne. Der war eigentlich mehr bei uns angestellt und dann sagte meine Mutter, du musst mal ein Regal bauen, Herr. Und dann sagt er immer, wo soll ich das Real denn bauen? Und meine Mutter regte sich so auf, dass er immer das G weggelassen hatte. Ne? Ja, das war immer lustig mit Herrn. Der mochte auch ganz gerne einen, das stimmt schon. Ja, dann neueres Bild von 1983 nochmal, so wie es heute ja auch noch ist. Ja, und das war dann das letzte Foto für heute Abend. Es hat doch wieder etwas länger gedauert als geplant, aber ich denke, wir haben ganz viele interessante Informationen hier oben auf der Bühne gehört. Und damit gebe ich ab an euch. Ja, vielen Dank. Also ich persönlich bin sehr beeindruckt von den Erzählungen, die ihr mir hier heute Abend oder uns heute Abend geboten habt. Ich bin auch ein kleiner Fan davon, wenn man so Anekdoten hört und so ein paar Dönkes hört. Und wir möchten uns bei euch vier Gastrednern sehr, sehr herzlich bedanken für überhaupt eure Bereitschaft, hier heute Abend ein bisschen was zu erzählen und an euren Gedanken teilhaben zu lassen. Und das machen wir in Form von etwas frühlinghaftem, kleinem Blümchen. Joachim, vielen Dank an dich. Dankeschön. Das ist auch ein Applaus wert an die Redner. Vielen Dank auch an dich, Martin. Danke. Ich übernehme das bei dir. Herzlichen Dank, dass du da warst. Danke. Ein Applaus auch für Wilhelm. Und Arnold, auch für dich. Blumen und Applaus. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wir hoffen, Sie kommen im nächsten Jahr wieder und freuen uns dann auf spannende Geschichten zum nächsten Thema. Machen Sie es gut.